Ja, so machen wir es dann. Ja, ich bin ja, dann derjenige, der das Problem hat. Nein. Mir ist schon klar, dass Kommunikation stattfindet. Nein, du hast recht, ich habe das Problem, du hast recht. Nein, ich nicht. Ich bin nicht die entscheidende Bedingung und du auch nicht. Ja. Also ich lasse mich doch von dir nicht blödsinnig mit Psychologismus bedrängen. Lass doch den Quatsch mal beiseite. Natürlich habe ich das Problem, das du auch hast. Es ist ein Kommunikationsproblem. Ja, sicher. Ja, warte mal. Die sogenannte Schweigeminute irgendwo, ne, im öffentlichen Raum. Ja. Eine Schweigeminute, dann ist einfach nur das Schweigen ein Beitrag zur Fortsetzung der Kommunikation. Okay, dann. Was natürlich heißt, dass die Kommunikation dann irgendwann auch tatsächlich fortgesetzt wird. Ansonsten ja, ist das Schweigen. In dem Augenblick. Nein, das Schweigen ist nicht eine Unterbrechung der Kommunikation, sondern das Schweigen ist die Fortsetzung der Kommunikation. Ja, aber sie ist nur deswegen eine Fortsetzung der Kommunikation, weil die Kommunikation später tatsächlich fortgesetzt wird. Ja, nee, nicht weil sie tatsächlich fortgesetzt wird. Sie wird nicht Leute, später tatsächlich fortgesetzt, wir haben noch nicht mal angefangen. Fortgesetzt, wo sie fortgesetzt wird. Sie wird also nicht später fortgesetzt, sondern durch Schweigen fortgesetzt im selben Augenblick. Naja, wenn du die Kommunikation jetzt einfach abreißt, ne? Ja, sagen nicht mal das sagen Intro. Ja, das ist egal. Ihr zerstört mir meine vorgefertigte Struktur hier. Dann fang du mal an. Okay. Aber ich hab tatsächlich zur Schweigeminute eine moralische Frage. Wann war die letzte Schweigeminute? Jedenfalls war eine, deutschlandweit. Und da war ich mit jemandem allein im Raum und der wollte dann schweigen. Und ich habe gesagt, okay, dann schweig. Ich schweige nicht, weil, weil ich fand, dass dieses Schweigen, diese Schweigeminute ist ja eine Respektbekundung einer Öffentlichkeit gegenüber und wir waren da ganz weit weg von der Öffentlichkeit und ich wollte mich nicht so weit, sag mal, diszipliniert, also die Disziplinierung, die Foucault'sche, so weit in mir spüren, dass ich, wenn ich alleine wäre, und er hat noch gesagt, wenn er alleine wäre, würde er auch schweigen, aus Respekt, aber da könntet ihr mir mal sagen, wie das moralisch zu werten ist, weil ja niemand davon erfährt. Es gibt das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Da müssen wir aber vorher das Intro laufen lassen. Genau, wir machen jetzt erstmal das Intro, sonst kommen Gibt man bei Google Technik und Gesellschaft ein, erhält man 219.000 Suchergebnisse. Gibt man Gesellschaft und Technik ein, erhält man nur 149.000 Ergebnisse. Und da stellt sich uns die Frage, hat die Technik die Gesellschaft abgehängt? Diese und andere Fragen diskutieren wir heute in der Runde mit Klaus Kusanowski, der selbsternannte soziologische Scharlatan irritiert mit seinem Blog Differenzia das Internet und er vertritt heute die Gesellschaft. Ebenfalls Blogger ist unser zweiter Gast Frank Wunderlich-Pfeiffer. Auf seinem Was geht Blog auf der renommierten Wissenschaftsplattform Science Blogs berichtet er über Raketenantriebe, Atomkraftwerke und setzt Technik stets in einen gesellschaftlichen Gesamtbezug. Und er vertritt heute die Technik im Ring. Und los geht's, ringfrei zur ersten Runde. Bing. Ja, aber wir können ja gleich anschließen, weil du sagtest, es ist eine interessante Frage. Ich habe die für mich noch nicht klären können, so richtig, moralisch. Ja, also ich kann mich eigentlich nur an eine Gedenkminute erinnern, bei der ich irgendwie mal tatsächlich gedacht habe. Und das war nach 9/11. Und was ich da gedacht habe, war die Frage, was soll ich eigentlich denken in der Minute? Ich weiß nicht, ob ich damit den Sinn erfüllt habe. Ja, ist ja vielleicht dann auch, man muss vielleicht eher Schweigeminute sagen, denn Gedenkminute ist ja schon eine sehr starke, ein sehr starker Eingriff politischerseits. Wenn wir sagen, ihr müsst jetzt eine Gedenkminute abhalten, geht das ja schon ins Innere des Gehirns. Wenn man nur sagt, eine Schweigeminute, würde man nur zumindest beschließen, dass das Volk jetzt schweigt und denken kann, was es will. Der Sinn der Schweigeminute, würde ich sagen, ist ein anderer. Der Sinn der Schweigeminute findet tatsächlich etwa in, wenn man ganz bekannt ist, das ist ja ein Fußballstadion, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit, es bei Fußballstadien finden immer Schweigeminuten statt. Also immer dann, wenn, immer da,
in Kirchen natürlich. Also immer da, wo Menschenmassen füreinander, also wo eine Menschenmasse, wo Menschenmasse beobachtbar wird, wo Menschenmasse anwesend ist, wo Menschen sich füreinander als Masse wahrnehmen, da werden so etwas wie Schweigeminuten eingeführt oder so etwas, oder es kann auch im Straßenverkehr geschehen, wenn eine Radiodurchsage kommt. Nicht wahr? Irgend sowas. Also ich glaube, dass der Sinn dieser Schweigeminute ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt also ein Verfahren zu finden, mit dem man herstellen kann, dass alle Menschen, zumindest alle erreichbaren Menschen, für, sagen wir, einen kurzen Augenblick, also eine Minute lang, also so ungefähr einen Zeitraum, den man einen überschauen kann, alle mal dasselbe tun. Und man kann sich nicht darauf einigen. Es wäre zu kompliziert zu sagen, wir schreien alle laut A oder wir schreien alle laut O oder so. Ne? Also das ist alles nicht praktikabel, sondern das einzig Praktikable ist zu sagen, nichts tun, also schweigen. Ne? Also nichts tun ist dann dasjenige, ist dann die Handlung, die sozusagen vollständig koordiniert wird. Und insofern ist das zumindest in unserer Gesellschaft. Also ja, gut, in einer anderen Gesellschaft kann man sich genauso gut vorstellen, dass die sich halt drauf koordiniert haben, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt alle kollektiv einen Handstand. Oder ist natürlich etwas schwierig, ist natürlich etwas schwieriger, ja, weil nicht jeder einen Handstand machen kann, aber naja. Nee, aber das ist ja ganz genau der Punkt. Es geht ja genau um die Koordinierungsleistung zu erbringen. Das ist ja ganz kann ja jeder, insofern. Das ist ja ganz genau der Punkt, den du ansprichst. Genau, wir machen alle mal einen Handstand oder wir stecken uns alle mal einen Finger ins Ohr oder so. Also das kann man machen, aber der Punkt ist ja, wie koordiniert man Handlung? Und vor allen Dingen, wie macht man sozusagen, wie stellt sich sozial eine Ordnung her, die es akzeptabel macht, dass man sozusagen dem Ordnungsvorschlag keinen Widerstand entgegenbringt. Und das muss dann irgendetwas sein, das jeder tatsächlich auch leisten kann in dem Augenblick. Und was jeder leisten kann, ist nichts tun. In einem, sagen wir, in einer überschaubaren Zeit von einer Minute oder so, nichts tun. Jo. Ja, und nur darauf kommt es an. Also nur das ist sozusagen der soziale Sinn der Schweigeminute. Man illuminiert damit so eine Art von Kollektiv, das im selben Augenblick eines Herzens und eines Sinnes sei. Ob das stimmt, ist eine andere Frage. Jedenfalls kann man es in dem Augenblick, wo alle dasselbe tun, nämlich schweigen, etwas anderes als das nicht beobachten. Und das ist eigentlich ein toller Punkt, um mit Technik anzufangen, ne? Weil solche Koordinationsleistungen sind in der Technik, gerade dann, wenn es gefährlich wird, natürlich auch ziemlich wichtig. Ich denke mal zum Beispiel an Straßenverkehr. Da hat man sich dann irgendwann drauf geeinigt, ja, irgendwie ein paar Regeln wären ja doch mal ganz nützlich, wenn alle Leute mit Autos kreuz und quer über die Straßen fahren. Ja, und dann hat man halt Regeln angefangen. Und dann hat man mitgekriegt, naja gut, selbst wenn sich alle Leute halbwegs an die Regeln halten, dann kommt es ja trotzdem noch zu Unfällen. Und dann hat man irgendwie eingesehen, okay, die Unfälle, die passieren, die sind halt dann doch, haben zu schwerwiegende Auswirkungen mit der Technik, so wie sie ist. Und dann musste man sich dann irgendwie so koordinieren, dass die Leute eine vernünftige Sicherheitstechnik einbauen. Und das ist vor allen Dingen eine Koordinationsleistung gewesen unter den verschiedenen Unternehmen, dass die das machen. Kannte man ja zuvor schon bei den Dampfkesseln und bei den Dampflokomotiven und so weiter, weil umso höher der Druck in dem Dampfkessel, umso besser ist das Ganze für die Leistung der Maschine und für die Effizienz und alles Mögliche. Aber umso höher der Druck, umso gefährlicher wird die ganze Sache. Und da musste man sich dann irgendwann darauf einigen, dass der Druck nicht allzu hoch sein darf und dass jeder die nötige Sicherheitstechnik dort hat, damit es nicht zu zu vielen Unfällen kommt. Ja, und das ist halt so eine ständige Koordinationsleistung, die, was Technik angeht, dann halt in der Gesellschaft auch erbracht werden muss und auch erbracht wird, relativ zuverlässig. Also, ich hätte ja, aber dafür, ich müsste noch mal einen Schritt zurückgehen, weil mein eigentlicher Punkt war ja gar kein soziologischer, gesellschaftlicher, sondern eher so ein ethischer, nämlich ob die Person alleine im Raum auch schweigen soll, wenn eine Schweigeminute angesagt ist. Aber tun das die meisten Personen nicht ohnehin? Ach so, ja. Sollte man bei der Schweigeminute dann nicht das Ganze invertieren und sagen, dass jemand, der sich alleine im Raum befindet, dann eine Minute lang Dampf plaudern soll? Na gut, ich mache viel Selbstgespräche und da ist die Frage, soll ich die dann unterbrechen? Weil es ist ja, ich demonstriere ja nicht mein Schweigen nach außen.
in einer Gruppe, dass man da eine Schweigeminute macht und schweigt, gekauft, das ist sinnvoll, um etwas darzustellen, etwas zu demonstrieren, aber das dann auch alleine fortzusetzen, wo es keiner sieht, okay, NSA, es gibt immer jemanden, der alles sieht. Naja, das war meine Frage, aber es... Es gibt irgendjemanden, der alles sieht? Es gibt immer irgendjemanden, der alles sieht. Es gibt immer irgendjemanden, der alles sieht. Das ist schön. Ja. Aber okay, werden wir wahrscheinlich nicht lösen können. Lassen wir das als Rätsel für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie sich dazu positionieren, können sie ja Bescheid sagen. Technik und Niklas Luhmann und Systemtheorie. Geht das zusammen? Naja, er hat ja selber zumindest drüber geschrieben. Ich habe nicht genug Zeit gehabt, um alles zu lesen, was er dazu geschrieben hat, logischerweise. Ja, nur lesen, glaube ich, reicht da nicht aus. Da muss man sich auch wirklich Köpfchen noch dann anschließend drüber machen. Ja. Also ich kann ja mal vorlesen, was Niklas Luhmann schreibt, was Technik ist, habe ich mir notiert. Technik soll im Folgenden als funktionierende Simplifikation kausaler Zusammenhänge verstanden werden. Das bedeutet, dass Technik mit Hilfe einer Grenze installiert wird, die den kontrollierbaren Kausalbereich vom nicht kontrollierbaren Kausalbereich trennt. Mit einigem Recht kann man daher auch von kausaler Schließung und strikter Kopplung von Ursachen und Wirkungen sprechen. Das ist doch meine Definition. Nicht hier Zahnrad und Hammer. Ja, man tut X und erwartet, dass Y passiert. Und wenn das halt so ist... Und nur das und nichts anderes. Ja, zumindest ist das die Erwartung. Diese Erwartung dann tatsächlich so zutrifft, das ist eine ganz andere Sache. Ich kann mich erinnern an eine Vorlesung von einem Historiker, der meinte halt, ja, im Prinzip ist Astrologie sowas wie Schafslebern angucken, ist dann auch so eine Art Technik. Es gibt ja in der Soziologie auch Marcel Mauss, der über Körpertechniken geschrieben hat, der sagt, er hat so einen Aufsatz, einen Beobachtungsaufsatz darüber geschrieben, dass bis ins Gehen, ich glaube, der war das, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ein Soziologe, dass wir, so wie wir heute gehen, dass das auch eine Technikleistung ist, eine Körpertechnik. Eine Disziplinierung, weil so gehen Urmenschen nicht. Das kommt durch die Straßen, durch die Fußwege und wir haben eine andere Art. Durch die Schuhe. Und wir haben eine andere Art zu gehen. Und jedenfalls sind Waschen, Zähneputzen, das sind alles Körpertechniken, sagt er. Aber ich glaube, Luhmann würde ja gar nicht bin ich mir nicht sicher, unterbreche mich ganz rüde, Klaus, wenn ich da Blödsinn erzähle. Luhmann würde gar nicht den Menschen angucken, was tut er, sondern er guckt sich halt Systeme an. Die große Frage ist doch eigentlich, so wie ich Luhmann jetzt verstanden habe, müsste er ja dann abgrenzen, die Technik von allem anderen irgendwie. No? Also Technik ist bei ihm nicht Teil des Gesellschaftssystems, sondern die Umwelt. Insofern ist Technik von Gesellschaft eigentlich abgegrenzt, glaube ich, wenn Technik Umwelt ist fürs Gesellschaftssystem. Jo, Klaus, was denkst du? Naja, also ich würde ja anfangen, darüber anders nachzudenken. Ich würde ja nicht darüber fragen, was hat jemand gemeint, der etwas geschrieben hat, sondern ich würde danach fragen. Ist auch ein guter Punkt, ja. Ich würde danach fragen, wo kommt das Problem her? Also warum oder ich könnte es auch so formulieren: Warum haben wir eigentlich das Problem in der modernen Gesellschaft? Warum hatten etwa die Menschen in der Antike dieses Problem nicht in gleicher Weise? Warum eigentlich nicht? Also das heißt ja, dass die Dinge eben so selbstverständlich nicht sind und dass sie bestimmte Bedingungen der Erfahrbarkeit haben. Das heißt, und damit auch Bedingungen der Problematisierbarkeit. Also, sehr wohl haben natürlich antike Ingenieure getüftelt, natürlich haben die Mechanismen ausprobiert, natürlich haben sie, ob das nun Zahnradmechanismen waren, ob sie getüftelt haben mit irgendwelchen. Ja, nimm Metallurgie einfach. Ne? Ja, ne, also natürlich haben verschiedene Mischungen experimentiert. Aber ich glaube schon, dass die Bedingungen, unter denen das Geschehen ist, sehr verschieden sind von denen in der modernen Gesellschaft und dass wir nicht einfach sagen können,
Technik und Technologie, wenn wir mal den Unterschied akzeptieren, hinnehmen, der sei sozusagen von der Antike bis über das Mittelalter bis in die Moderne hinein. Irgendwie, es gäbe da eine kontinuierliche Geschichte, die gibt's nicht. Es gibt nur eine Geschichte der Diskontinuität. Dann müssen wir uns fragen, die Umweltbedingungen sozusagen ist eine Frage der Erfahrung, die man bis in der Zwischenzeit gemacht hat, ne? Der Erkenntnisgewinn, den man in der Zwischenzeit gehabt hat. Mindestens die Veränderung einer Welterfahrung ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Also und nicht etwa die Frage, was weiß man heute mehr und besser als etwa die Menschen in der Antike, sondern wie kommt es, dass unter anderen Bedingungen so eine ganz andere Art von Wissen und damit auch eine ganz andere Art von Empirie zustande kommt? Und dann spielt Technik auf einmal eine große Rolle. Und dann dass man beispielsweise heutzutage sehr viel mehr Dinge einfach kontrollieren kann oder kontrolliert ablaufen lassen kann. Ja, also die der Fall war. Genau, also es geht um die Art der Verwicklung in die Probleme. Und da spielt Technik natürlich eine große Rolle. Also wie verwickeln wir uns eigentlich in Probleme? Und wie halten wir diese Verwicklung aus, beziehungsweise wie lernt man aus diesen Verwicklungen? Und das kann man dann, wenn man das ernst nimmt, kann man dann feststellen, was sich herausgestellt hat, ist eine Entnaivisierung von Realitätsannahmen. Du, René, hast gestern schön diese Zusammenfassung gebracht über Georg Simmel und die Einführung des Geldes. Was hat eigentlich Geld gemacht? Da hast du es schön erklärt. Ganz wunderbar. Geld hat gemacht, dass die Tauschbeziehung entprivatisiert wurde, dass also eben nicht mehr nur ein Naturaltausch stattfindet, sondern also dass zwei füreinander da sind, die Werte abschätzen, sondern dass jetzt zwei füreinander da sind, die in Bezug auf etwas Drittes einen Wert abschätzen müssen. Also in Bezug auf den Dritten, der das Geld auch annehmen würde. Also jetzt auf einmal haben sie es nicht nur, sie sind zwar zu zweit, haben es aber mit einem abwesenden Dritten zu tun. Du hast das genannt mit Simmel, also eine Entprivatisierung der Tauschbeziehung. Ich würde es abstrakter fassen und sagen, eine Entnaivisierung der Tauschbeziehung. Solange Geld nicht erfunden war, konnte man es sich leisten zu sagen, naja, so ganz grob können wir, eine Ziege und ein Schaf gleichsetzen oder so. Also, ne, das ging eben. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu sagen, weil letzten Endes alle schriftlichen Aufzeichnungen gehen letzten Endes in eine Zeit zurück, wo es sowas oder sowas Ähnliches wie Geld schon gab. Naja, das ist ja der Punkt. Also Geld ist ja nicht plötzlich einfach so erfunden worden von irgendeinem Genie an einem Schreibtisch, sondern Geld, das hat ja eine lange Entwicklungsgeschichte, genau wie Schrift. Also man muss ja schon rechnen. Aber im Prinzip, wenn man es verkürzt, kann man es durchaus so nennen, eine Entnaivisierung der Tauschbeziehung. Und etwas Ähnliches würde ich für die Einführung und die Einführung von Technik beziehungsweise in die Verwicklung von Problemen, die durch Technik entstehen, auch gelten lassen. Also Technik entnaivisiert eigentlich Welterfahrung. Und zwar auf dem Umweg, dass man sich in Probleme verwickelt und zu dieser Dass man die Probleme jetzt nicht einfach so der Natur zuschiebt, also dass man ein bisschen aufhört, magisches Denken durchzuführen, ne? Also dass man das nicht unbedingt. Also denn auch diejenigen, die magisch denken, auch die, also auch in solchen, auch da mag Technik eine Rolle spielen. Die Frage aber dann eben eine andere. Ich rede nun ganz wirklich dezidiert von der modernen Betrachtungsweise. Also die Verwicklung in Probleme, die selbst nicht Technikwissen vorausgeht. Das hat Luhmann ja, das hast du heute bei Twitter rumgeschickt, in einem Interview so erkannt, nicht wahr? Es geht selbst kein Technikwissen voraus. Also muss man experimentieren, man muss probieren, man muss eben doch zulassen, dass man so etwas wie Gentechnik oder Nukleartechnik, dass man so etwas eben doch ausprobiert, um erst dann die Folgewirkungen herauszufinden. Und dann, und das ist der interessante Punkt, dann spielt die Technologie eine Rolle, nämlich die Lösung dieser Probleme, die durch Technik entstehen. Das würde ich sagen, ist der Unterschied zwischen Technik und Technologie. Die Technik. Wobei ich sagen muss, bei dem Interview hatte ich mir dann auch gedacht, naja, so ganz hat er nicht verstanden, wie die Technik funktioniert. Also es ist nicht so, dass einer sagt, wie die Technik funktioniert, sondern es gibt darüber sehr verschiedene Betrachtungsweisen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja genau der Punkt, weshalb man sagen kann, Technik ist nicht
es ist nicht sozusagen ein Ingenieur, der darüber bestimmt, wie die Technik funktioniert, oder eine Ingenieurswissenschaft oder eine Ingenieurstheorie, die das festlegt, sondern es gibt darüber tatsächlich sehr verschiedene Auffassungen, und gerade weil es so viele verschiedene Auffassungen gibt, kommt man damit nicht weiter. Also muss man, das meinte Luhmann nur, also muss man es doch machen. So, man muss es eben doch machen, weil eben Erfahrungslosigkeit, und das ist jetzt wichtig, weil zwar keine gänzliche Erfahrungslosigkeit vorliegt, sondern nur eine Art von Erfahrung, die noch nichts darüber weiß, welches die Folgewirkungen des Technikgebrauchs sind. Also um das an dem Beispiel, denken wir die Erfindung die Entwicklung der Dampfmaschine. Da war das so, das gilt nicht nur für die Dampfmaschine, das gilt überhaupt für die Entstehung der modernen Wissenschaft. Der Anfang, das gilt auch für die Physik, der Anfang dieser Forschung wurde gefunden eben nicht in der Behandlung wissenschaftlicher Fragen, sondern in der Behandlung theologischer Fragen. Theologische Problemstellungen waren vor allen Dingen im 17. noch bis ins 18. Jahrhundert hinein das, was sozusagen das Zeigen durch das Experiment bestimmt hat. Ja, das System der Welt, wie sie Gott geschaffen hat, ne? Man hatte so eben angenommen, da die Theologie hatte sich in Probleme verstrickt, aus denen sie mit ihrer Schriftgelehrsamkeit nicht mehr klug werden konnte. Und dann im 17. Jahrhundert kamen eine ganze Menge Leute auf, die gesagt haben, wir könnten vielleicht diese theologischen Probleme lösen, indem wir etwas anderes tun, als Schriftgelehrsamkeit zu betreiben, indem wir nämlich uns die Dinge sozusagen anschauen, ohne danach zu fragen, ob sie mit dem Schrift in Übereinstimmung zu bringen sind. Ja. Wichtig ist natürlich, was jetzt nicht unbedingt ein europäisches Heimgewächs ist, das hat man ja in der arabischen Welt durchaus auch schon betrieben. Man hat es dann halt bloß hier nochmal zu einem noch höheren Niveau gebracht. Ja, also zunächst, man hat eben dann gesagt, es ging beispielsweise bei der Entwicklung der Dampfmaschine um die Frage, also angetrieben wurde das mit dem Anfang, bevor man darüber nachdenken konnte, wie Dampfdruck funktioniert, musste man die Frage klären, hat Gott leere Räume geschaffen? Und genau das war eine theologische Frage. Hat Gott leere Räume geschaffen? Genau darüber haben sich Otto von Guericke und Pascal und später auch noch Denis Papin, darüber haben die sich Gedanken gemacht. Und darüber haben sie dann über das Vakuum nachgedacht und darüber, wie verhält sich die Materie zum Vakuum und so weiter. Und auf dem Wege wurden dann theologische Fragen genommen. Die wurde dann versucht beantwortet. Sie haben dann festgestellt, dass die Theologen sich überhaupt nicht belehren lassen. Aber es war dann auch egal, weil nämlich mit einem Schnellkochtopf kannst du nicht streiten. Ne? Der ist da und der kocht dein Fleisch sehr viel schneller, als es davor der Fall war. Und dann kann die Kirche sagen, was sie will. Damit kann man nicht mehr streiten. Genau, nicht nur, damit kann man nicht mehr streiten. Also einerseits haben sie festgestellt, mit den Theologen, die lassen sich nicht belehren, das war der eine Punkt, aber das ist jetzt genau der Punkt, man braucht auch gar nicht mehr mit ihnen zu streiten, weil es nämlich egal war, denn es findet dann ja sehr schnell die operative Schließung statt, dass auf einmal Techniker eben nicht mehr mit Theologen sprechen, sondern eben nur noch mit Technikern. Und jetzt auf einmal können sie die theologischen Fragen abwerfen oder sie können sich dazu indifferent verhalten, weil sie sagen, das brauchen wir nicht mehr. Das ist halt vor allen Dingen im 18. Jahrhundert passiert. In Frankreich kann man das schön nachzeichnen, dass sozusagen die Abwendung von der aristotelischen Tradition passiert ist. Und jetzt hatten es die Techniker nur noch mit den Technikern zu tun und die Biologen nur noch mit den Biologen, die Physiker nur noch mit den Physikern. Und jetzt schon merkt man sehr schnell, wie die operative Schließung einrastet. Und dann auf einmal wird diesen Prozess angestoßen hat, das wird einfach abgeworfen oder wird vernachlässigt, wird beiseite gelassen. Dass man eben bestimmte Fragen nicht mehr beantwortet in der Philosophie, in der Biologie, musste man dann nicht mehr die Frage beantworten, wozu Gott irgendetwas geschaffen hat. Man hat es einfach gelassen und gesagt, wozu ist es egal. Man hat immer noch angenommen, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber wozu die Dinge erschaffen, also was daraus werden soll, hat man weggelassen. Und dann konnte man spätestens im 19. Jahrhundert auch noch die Annahme weglassen, dass Gott die Welt geschaffen hat, weil man jetzt auch noch erklären konnte, wie es ohne einen Gott geht. Aber das ging ja dann auch wieder zurück in die andere Richtung. Also man hat ja dann, gerade was Biologie angeht, das hatte ja sehr starke Auswirkungen auf die Gesellschaft dann gehabt. Ja, sicher. Die Folge wird. Genau. Ist das abgeschlossen? Ja. Weil, also du hast das jetzt so skizziert. Nein, ich meine, es gab zuerst so die Vorstellung, alle unter einem Gottesdach, dann separierten sich die einzelnen Wissenschaften und brauchten die Gottesfrage nicht mehr stellen. Aber dadurch stellten sie auch nicht mehr die Fragen, die andere Disziplinen betreffen, und drifteten völlig auseinander.
Ja, weil und, die sich ebenfalls das operativ ist, geschlossen haben. Würdet ihr sagen, ja, das geht immer so weiter? Und, oder nein, nein. Finden wir zurück nein, zum also, interdisziplinären Prozess? Moment. Und wenn wir wieder zurückfinden sollten, enden wir dann wieder unterm Gottesdach bei der Gottesfrage? Ich glaube nicht, dass es jemals so ganz getrennt war. Wie gesagt, gerade Biologie, das kam ja sofort zurück in die Gesellschaft, in relativ reichlich unschöner Form. Halt, also was dann als Sozialdarwinismus bekannt worden ist, dann die ganze Rassenlehre und so weiter und so weiter. Hm. Das kam ja durchaus sofort rein, ne? Stimmt. Also es gab da wohl die ganze Zeit irgendwo ein zumindest einen Prozess, der dann halt so eine, ja, einen Prozess der Übertragung, wo halt von der Technik, auch von der Naturwissenschaft dann auf die Gesellschaft das Ganze übertragen wurde. Ja, und aber der da Punkt, waren dann ja. halt, das waren halt neue Gedanken und die wurden dann erstmal relativ naiv und relativ übertrieben und überschwänglich da erstmal reingenommen, ohne halt, dass man erstmal nachgedacht hat, ja Moment, was heißt das jetzt eigentlich? Ja, weil man die Folgenwirkung ja noch gar nicht kannte. Das ist ja ganz wichtig. Also zunächst diese Entnaivisierung, das wollte ich sagen. Diese Entnaivisierung besteht ja zunächst darin, dass die Technik anfängt mit Theologie. Also mit einer Art von Wissen, das keine Technologie ist. Also deshalb unterscheide ich zwischen Technik und Technologie. Sie hat mit Theologie angefangen. Hat dann sozusagen die Theologie abgeworfen, beziehungsweise hat sich gegenüber Theologie indifferent verhalten. Also das heißt, aber dieses Wissen wurde natürlich gebraucht, um den Prozess anstoßen zu können. Hat dann die Theologie abgeworfen, hat sich nun in Probleme verstrickt. Das war schon im 18. Jahrhundert. Die Problemverstrickung konnte man sehr deutlich sehen. Nämlich, dass am Anfang, um das Beispiel noch mit der Dampfmaschine zu nehmen, dass man am Anfang gar nicht wusste, wie man hatte erkannt, irgendwie hatte man erkannt mit der Dampfmaschine, das ist sehr viel kräftiger, die kann also sehr viel besser, sehr viel stärker arbeiten, als Menschen das können. Also die, aber man konnte die kaum einsetzen. Also das ist ja genau dieser Verwicklungsprozess in die Folgewirkungen, um das kurz zu skizzieren. Die Dampfmaschine war am Anfang, stand eben nicht am Anfang der Industrialisierung, wie man das gerne so nennen möchte, sondern war selbst ein Produkt der Industrialisierung, und zwar deshalb, weil man die Dampfmaschine nicht betreiben konnte. Oder beziehungsweise die Verwendung, der Einsatz der Dampfmaschine war sehr begrenzt. Man konnte sie am Anfang nur in Bergwerken selber einsetzen. Ja, man hat sie erst, die allererste von 1712 war ja Miner's Friend, eine Pumpe halt, eine ganz einfache Pumpe, genau. Wo man letztendlich einen Behälter aufgeheizt hat, sodass da die Luft praktisch rausging. Dann hat man Ventil zugemacht, das ganze Ding abgekühlt und wusch kam das Wasser oben ran. Das war schon. Also man hat habe darüber auch schon ein paar Mal geschrieben. Wann hat sie da eingesetzt, an Standorten eingesetzt, wo es Kohle gab? Warum Kohle? Kohle musste gebraucht werden, weil nur Kohle. Brauchte man als Brennstoff. Ja, nee, weil Holzkohle wird nicht heiß genug. Das ist so. Also man konnte sie nur da einsetzen, wo es Kohle gibt. Und Kohle gab es nur an zwei verschiedenen Stellen, nämlich entweder an Bergwerken selber oder eben an Verladestellen. Und Verladestellen waren eben Hafen. Man kann Kohle mit Eselkarren nicht nur sehr teuer über Land transportieren. Deshalb gab es am Anfang kaum Einsatzmöglichkeiten für die Dampfmaschine. Und es kam eben hinzu, diese Dampfmaschinen waren gefährlich, die explodierten ständig und man konnte schon gar nicht sie bei der Bank irgendwie als Sicherheit hinterlegen für Kredite. Also hatte man also auch noch Investitionsschwierigkeiten. Das änderte sich in dem Augenblick, wie nun diese Techniker angefangen haben, diesen Dampfdruck unter Kontrolle zu bringen. Und jetzt auf einmal, obwohl das gelang, da auf einmal kam die Idee auf, die Dampfmaschine in Bewegung zu setzen. Also sprich, damit ein Zug zu erfinden. Also vorher konnte man Kohle eben nur über Binnenschifffahrtswege transportieren in großen Mengen, ne? Man konnte also mit einer Lore oder mit einem Eselantrieb konnte man sozusagen die Kohle dann bis zum Hafen bringen. Ja. Aber das war es dann auch schon. Ja, dann also ich glaube, du hast erstmal, einmal, das du war hast jetzt der entscheidende Punkt. Und jetzt kam die Verstrickung. Die Verstrickung war nämlich, dass erst in dem Augenblick, wo man die Dampfmaschine mobil machen konnte, erst jetzt konnte man den Standort, war die Standortwahl freigesetzt, weil die jetzt nur noch abhängig war von einem Eisenbahnnetz. Also musste man ein Eisenbahnnetz bauen. Und das ist jetzt genau die Verwicklung, die da passiert ist. Man brauchte jetzt sozusagen ein Eisenbahnnetz, damit man Standorte wählen konnte. Das heißt also in irgendwelchen Fabriken oder so. Und daran kann man ganz genau die Verstrickung
gucken sie. Und als das passiert ist, wumms, passierte, was passierte plötzlich, schlagartig passierte sozusagen eine Zeitdruck und Zeitnot. Ne? Jetzt ja. Auf einmal, wo erkannbar wurde, dass man die, dass man. Ja, also du hast erstmal ein paar Punkte hast du jetzt übersprungen, das kann ich auch nachvollziehen, aber man sollte es mindestens erwähnen. Die industrielle Revolution an sich fand am Anfang überhaupt nicht mit Dampfmaschinen statt, sondern genau. Mit Mühlrädern. Das waren erstmal viele, viele Mühlen, halt Wasserräder. Und dann hat man halt die Fabriken an Flüssen gebaut, wo man halt eine Mühle bauen konnte. Und hat damit dann auch die ganze Technik entwickelt, die man überhaupt erstmal brauchte, um halt die Kraft von irgendetwas, egal ob das jetzt eine Dampfmaschine oder ein Mühlrad ist, halt benutzen zu können. Und das wird sehr häufig vergessen, weil und so wie du es jetzt erzählt hast, da kommt schon wieder dieser Eindruck, irgendwie es kam die Dampfmaschine auf und dann kam alles. Ja, also, die Dampfmaschine, das hatte ich gesagt, die Dampfmaschine war ein Produkt der Industrialisierung, war selbst ein Ergebnis des Industrialisierungsprozesses und war also nicht etwa die Ursache dafür, sondern selbst ein Ergebnis. Und schon, also mir kam es nur darauf, auf diese Verwicklung kurz zu sprechen zu kommen, die jetzt entsteht. Die Verwicklung war, jetzt auf einmal ging es, in dem Augenblick, wo die Dampfmaschine hin und her fahren konnte. Jetzt konnte man kostengünstig große Mengen Kohle transportieren. Jetzt auf einmal konnte man die Standortwahl wählen und jetzt auf einmal wurde etwas problematisch, das vorher so problematisch nicht gewesen ist, nämlich Zeit. Ja. Jetzt auf einmal hatte man Zeitnot. Jetzt musste man die Zeit standardisieren, weil man halt sehr schnell festgestellt hat, na hoppla, wenn jetzt jeder zur Mittagszeit losfährt, dann ist das in jeder Stadt eine andere Zeit. Und ich glaube, der Telegraph war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz einsatzfähig man hat es, glaube ich, geplant gehabt, dass man vorher einfach telegrafiert, wenn ein Zug kommt, aber es ist halt dann auch aufwendig und es ist halt viel besser, wenn man einfach dezentral sagt, es gilt jetzt überall im Land die gleiche Zeit, Greenwich Mean Time in Großbritannien und dann kann sich jeder, ohne dass er irgendwie sich mit jemand anderem in Verbindung setzen muss, ausrechnen, wann welcher Zug wo fährt. Genau, also ganz genau. Das ist ganz genau der Punkt. Jetzt auf einmal, und das würde ich dann Technologie nennen. Das ist dann Sozialtechnologie. Das ist dann tatsächlich die Lösung für die Probleme, die daraus entstehen. Und die entstehen dann durch die Folgewirkungen von Technik. Deshalb die Unterscheidung von Technik und Technologie. Die Technik schafft die Probleme und die Technologie löst sie dann. Oh, da bin ich nicht ganz zufrieden mit. Weil Technik wird ja erstmal überhaupt, also die Technik, die macht ja nicht nur Probleme, die ist ja erstmal da, um ein Problem zu lösen, beziehungsweise um einen Prozess halt, um halt erstmal überhaupt einen Prozess durchzuführen. Okay, dabei entstehen Probleme, halt nicht nur, ne? Also die Technik ist jetzt nicht einfach nur dazu da, um Probleme zu verursachen. Ja, doch. Ähnlich wie Moral. Technik hat mit Moral etwas gemeinsam. Also das ist eben genau diese naive Annahme, also dass wir eben sagen, also wie ist denn auch der Reflexionsprozess, also das wäre jetzt der zweite Schritt, wie erklärt man den Reflexionsprozess des modernen Technikgebrauchs? Moment. Sagen wir mal so, Technik erzeugt Probleme, aber die Probleme haben alle ein unterschiedliches Niveau. Und es gibt eine ernsthafte Tendenz, und das ist bei der Technik so ähnlich wie auch bei der Moral, dass das Niveau langsam aber sicher steigt. Also du kannst ein Problem auf einem bestimmten Niveau lösen, also wirklich ernsthaft lösen. Dabei entstehen zwar neue Probleme, aber das sind andere, die haben eine andere Qualität. Ja, genau. Also, wie es halt bei der Gravitation so schön war, ne? Newton hat halt rausgefunden, okay, sinkt mit dem Quadrat des Abstandes und ist ansonsten schön linear, die Gravitation. Und dann hat Einstein eben ein bisschen in die Suppe gespuckt und gesagt, naja, im Großen und Ganzen stimmt das, aber eigentlich ist es ein ganzes Stück anders und in Extremfällen ist es halt ganz anders. Und da muss man dann halt aufpassen. Und das heißt jetzt nicht, dass diese neuen Probleme, die Einstein jetzt reingebracht hat, das Ganze alles irgendwie schlimmer gemacht haben. Es heißt einfach nur, okay, man ist immer noch unwissend, aber man hat die Unwissenheit auf ein viel höheres Niveau gebracht.
Ja. Ja, mag ja sein, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja zweierlei. Also wir haben Technik als sozusagen, also Technik reagiert, also als reagiert sozusagen als Möglichkeit auf eine Art von Wissen, die selbst nicht durch Technik hergestellt wird. Ich hatte das versucht gerade zu sagen. Eine Theologie war eine Art von Wissen, das sozusagen die Voraussetzung dafür war, dass Technik entstehen konnte, weil eben im 17., 18. Jahrhundert die Tüftler angefangen haben, theologische Probleme mit anderen Mitteln zu behandeln, mit anderen Mitteln zu behandeln, eben nicht mehr mit Schriftgelehrsamkeit, sondern jetzt mit Spielereien. Otto von Guericke oder so etwas, nicht wahr? Die haben Spielereien betrieben und haben gesagt, guck auf dieses Spiel oder guck auf das Experiment, guck darauf und nicht auf deine Schrift. Und dabei haben sie nun Probleme in Erfahrung gebracht und die Lösung für diese Probleme waren dann technologischer Art. Und daraus entsteht wieder ein spezifisches Wissen, natürlich, denn ganz klar, die Relativitätstheorie entgegen der Meinung von Ideenhistoriker, ich bin sehr wohl der Meinung, dass die keine ideengeschichtlichen Vorläufer hat, weder bei Leibniz noch bei Nikolaus von Kues noch in der Antike. Ich glaube sowas nicht. Also sowohl, weil man die Voraussetzungen eben doch ernst nehmen muss, dass die nicht-euklidische Geometrie und die Irritabilität über Zeit eben doch ganz andere Bedingungen hatte, als man das im 17. Jahrhundert oder in der Antike hätte für möglich halten können. Also ich glaube schon, dass die Relativitätstheorie dann schließlich sozusagen eine reflexive Folgewirkung ist. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite, es gibt ja noch eine andere Art der Reflexion über Technik. Das ist ja dann in der Philosophie passiert. Das fängt ja schon an bei dann direkt im 18. Jahrhundert, also wo diese beeindruckende Sachen dann erbracht worden sind, schon bei Herder. Die Idee, also ein Mängelwesen, das Mängelwesen des Menschen. Da ist ja die Idee nun, wie erklärt man nun, dass der Mensch so etwas leisten kann, wenn man annimmt, der Mensch wahr ist. Also der Mensch hat das gemacht und wenn er das macht, ja, wie kann der das können? Wie ist es ihm möglich? Und die Antwort war dann eben, weil er selber unvollkommen ist. Also nicht unfähig, aber unvollkommen. Und gerade diese Unvollkommenheit, so ist dann der Reflexionsprozess angestoßen worden, gerade diese Unvollkommenheit, dass er also eben nicht fliegen kann, dass er eben nicht tauchen kann, dass er eben viele Dinge eben nicht kann, zwingt ihn irgendwie dazu, nun seine Körperorgane zu verlängern. Also Muskeln zu entwickeln, die größer sind als seine eigenen oder Geschwindigkeiten zu entwickeln, die schneller sind als seine eigene Laufgeschwindigkeit und so etwas. Übrigens auch schon im 18. Jahrhundert die Idee, dass er vielleicht Maschinen entwickeln könnte, die vielleicht seine eigene Denkfähigkeit übersteigen, also Denkmaschinen zu entwickeln. Aber daran merkt man, da ist sofort der Reflexionsprozess über Technik entstanden, der nun eine spezifische Annahme trifft. Die spezifische Annahme ist, es waren Menschen, die es verursacht haben. Und daran kannst du erkennen, dass in dem Augenblick, wo dieser Reflexionsprozess, der da angestoßen wurde, praktisch dem Schema entspricht, mit der diese Technik betrieben wurde, also irgendeine Art Kausalschema. Ne? Also genauso wie der Techniker Kausalitäten in Rechnung stellt und dann diese von Anfang bis Ende durchrechnet, genauso hat dann die Philosophie angefangen, ein ähnliches Kausalschema anzunehmen und zu sagen, also durch Handlung oder also erst durch Denken, durch Ideen, die dann in eine Handlung umgesetzt werden und die dann Produkte hervorbringen in Form von Erfindungen, sozusagen kompensiert sozusagen das Mängelwesen Mensch seine Unvollkommenheit. Ja, aber es hatte halt in der Philosophie an sich nie wirklich es hatte halt nie die Basis, dass man aus der Philosophie praktisch eine Technik machen konnte. Du brauchst halt erstmal die festen Kausalzusammenhänge, damit du überhaupt letzten Endes so eine Art Technologie halt machen kannst, ne? Das hatten wir uns ja so geeinigt, so gesagt. Und diese völlig festen Kausalzusammenhänge, die werden ja praktisch in der Naturwissenschaft zumindest, werden die ja praktisch axiomatisch eingeführt.
und nicht nur einfach mit einem Axiom, das man halt sagt, sondern dass man halt belegt hat, dass man in der Natur beobachtet hat, dass man gemessen hat und dass man auch immer wieder überprüfen kann. Und das hat man ja in der Philosophie letzten Endes gerade nicht. Und ich glaube, da ist ein ernsthaftes Problem, oder? Welches? Empfehlen des festen Fundaments, der überprüfbaren Axiomatik. Das ist ja gar nicht so. Es gibt so etwas wie ein festes Fundament nicht. Das ist ja, das hat die Naturwissenschaft auch nicht. Also was man erkennen kann, dass in dem Augenblick, wo sozusagen Technik und Folgewirkungen beobachtbar wurden, auch die Reflexion über Technik eine Folgewirkung war. Und man kann dann nicht einfach nur sagen, es gibt festgefügte Wirklichkeiten des wissenschaftlichen Produzierens von Wahrheiten, sondern was in dem Augenblick dann auch passiert ist, ab dem 18. Jahrhundert, ist sozusagen diese eindeutige Trennung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. Also das ist ja selbst wiederum eine Folgewirkung gewesen, die also keinen anderen Grund hat, diese Folgewirkung, als dass sozusagen eine Inkommensurabilität sich gezeigt hat. Ne? Dass also da, wo der Techniker anfängt zu basteln, ist er sozusagen und sich selber Gefahren aussetzt, was bis heute einigermaßen gemanagt werden kann, aber bis Marie Curie galt immer noch, dass der Forscher sich Gefahren aussetzt. Also die Marie Curie ist an Krebs gestorben, weil sie nicht wusste, was Radioaktivität ist. Er setzt sich selbst Gefahren aus, ist deshalb auf Sicherheit angewiesen als auf Schutzmaßnahmen und er muss die selbst wiederum erforschen. Also das ist ja klar, er muss selbst wiederum der Forscher muss selbst wiederum für seinen Schutz sorgen. Das war in der Medizin so, dass sie natürlich Experimente mit sich selber gemacht haben. Wie soll das anders gehen? Dass sie selber irgendwelche Substanzen schlucken. Das war in der Elektrizitätsforschung so, dass sie natürlich anfassen mussten, dass sie elektrische Ladungen am eigenen Körper testen mussten. Ja, bis sie dann die Idee hatten, dass man da ein paar Isolatoren unterbringen kann. Ja. Also sie mussten das an sich heranlassen. Und weil sie das mussten, wenn du es erforschen willst, dann brauchst du Sicherheit und die musst du selber mit erforschen. Warte mal ganz kurz. Ich habe bestimmte Voraussetzungen, die muss ich akzeptieren. Das ist ähnlich wie eine Krisensituation in einem Kriegsfall. Ich muss jetzt einfach irgendetwas tun und kann das jetzt nicht weiter hinterfragen, weil ich Sicherheiten brauche. Ja, aber du redest die ganze Zeit von müssen. Es ist ja, erstmal überhaupt ja. ein. Nein, es ist nicht nur ein Müssen, es ist erstmal überhaupt ein Können. Das ist halt der Punkt. Natürlich. Ganz böse, okay, ich rede jetzt hier mit zwei Soziologen, das kommt gut. Schweige. Die ganze Zeit. Ich bin technisch nicht begabt. Ja, aber als Soziologe hast du halt ein ernsthaftes Problem zu sagen, ja, ich probiere das jetzt einfach mal an der Gesellschaft aus und guck dann mal, was passiert. Also du kannst nicht wirklich deine Axiomatik, die du vielleicht hast in der Soziologie, sofort ausprobieren und immer wieder, und wenn du siehst, okay, ich habe hier ein Problem irgendwie, wieder zurückgehen und die ganze Axiomatik wieder vom Neuen ausprobieren. Du hast nicht wirklich was Festes, mit dem du praktisch deine Theorie mit der Realität abgleichen kannst. Also das ist sowas nicht. Also das ist eben ein grundsätzlicher Irrtum. Also das ist nicht der entscheidende Punkt. Der Punkt ist ein anderer. Wie kommen wir in die Verwicklung der Probleme hinein? Also wie verwickeln wir uns in die Probleme? Oder in dem Fall, wie ist eigentlich so eine Art von Trennung von Natur und Geisteswissenschaft entstanden? Also darauf geht es ja, darauf kommt es erstmal. Der Punkt ist jetzt, das wollte ich nur sagen, in dem Augenblick, wo der Techniker anfängt zu sagen, ich werde es empirisch überprüfen. Das heißt, sich nicht nur mit seiner Wahrnehmung der Sache auszusetzen, sondern eben mit seinem ganzen Körper. Und damit verlangt er nach Sicherheiten. Kein Wunder, dass in der Philosophie gleichzeitig die Frage nach der sicheren Erkenntnis gestellt wurde. Und die haben dabei eben nicht zuerst irgendwelche seltsamen Gräser geschluckt, Substanzen geschluckt oder irgendwelche seltsamen Dinge, sondern sie haben auf einmal gleichzeitig die Frage nach der sicheren Erkenntnis gestellt.
Warum? Weil beide das gleiche Problem hatten. Das gleiche Problem war nämlich eine Vertrauensfindung in die sozialen Verhältnisse, über die sie selber nichts wussten und nichts wissen konnten, weil das selber kein Gegenstand gewesen ist. Weder für die Techniker noch für die Philosophen. Also weder Techniker noch Philosophen hatten soziale Realität bis 19. Jahrhundert, teilweise ist es ja bis heute bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis dahin nicht als Problem in Erfahrung, sondern sie hatten nur gesagt, wie können wir Vertrauen finden in dem, was wir hier tun. Wenn gleichzeitig so etwas wie soziale Realität kein Gegenstand der Irritabilität ist. Und dann haben die Philosophen gefragt, wie ist sichere Erkenntnis möglich? Und dann haben die Ingenieure gefragt, von welchen Gegebenheiten muss ich ausgehen? So, und da gleichzeitig hat sich dann eben die darauf haben sich dann die sogenannte Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaft ausdifferenziert, indem sie sich bürokratisch eingeschlossen haben und gesagt haben, der Idealismus kann immer von einer Kontingenz ausgehen und der Techniker müsse immer von irgendeiner Notwendigkeit ausgehen, und beide gleichzeitig hatten sich das Problem eingehandelt, Handlung rational begründbar zu machen, und dann haben sie sich nicht mehr miteinander geredet, sondern sind sich gegenseitig aus dem Wege gegangen. Wobei mir jetzt eins auffällt, du sagst die ganze Zeit, dass die Techniker selbst praktisch dem, was sie tun, aussetzen müssen. Ja. Witzigerweise ist es halt bei den Philosophen meistens so, dass die das genau nicht tun. Ja, richtig, natürlich. Die können sich völlig von dem Objekt ihres Betrachtens, also der Gesellschaft zum Beispiel, komplett abschließen. Das können die glauben. Das ist genau der Punkt. Ja, das ist ganz genau der Punkt. Genau das können die glauben. Das können Philosophen sich bis heute glaubhaft machen. Philosophen machen sich heute bis heute glaubhaft, dass sie dass die Bedingung der Möglichkeit für Denken unabhängig sei von dem, worüber sie nachdenken. Das machen die sich gegenseitig glaubhaft. Und das können sie nur, weil sie eben nur miteinander reden. Also sich gegenseitig zitieren und alles andere sozusagen für sie Umwelt ist. Also der klassische Vorwurf, dass die im Elfenbeinturm vor sich hin palabern und den Rest der Welt letzten Endes ja halt Welt sein lassen. Also Philosophen bilden sich bis heute ein, also nicht wenige tun das. Das ist im Großen und Ganzen ist das der Lehrinhalt der Philosophie bis heute, dass die Bedingung der Möglichkeit von Philosophie eigentlich nur selbst in Philosophie besteht. Es tut mir dann immer leid zu sagen, dass ich diese Beobachtung bestätigen kann. Nein, also die Bedingung der Philosophie würde sich nur insofern in Philosophie liegen, als sozusagen der Mensch Philosophie betreibt, und nur durch menschliche Philosophie käme Philosophie zustande. Das tun sie bis heute, und sie lassen sich da auch nicht beirren, und sie haben da einfach sich eingeigelt in einen Schutzmechanismus, der ihnen diese Naivität also auch zuverlässig garantiert. Und das ist übrigens bei Physikern auf der anderen Seite genauso. Dass sie einfach sagen, mit Philosophen wollen wir nichts zu tun haben, weil sie können es sich leisten, irgendeine objektive Realität von irgendeiner objektiven Realität zu sprechen, die für sie auf die eine oder andere Weise unberührbar wäre. Naja, in manchen Bereichen vielleicht, ja. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sie setzen sich dann doch sehr viel mehr der Realität aus. Naja, der Punkt ist, natürlich tun sie es, aber der Punkt ist, dass sie reagieren. Ich meine, du kannst sagen, okay, so ein Neutron, das ist so ein Ding, das ist ein theoretisches Gebilde letzten Endes, und das ist irgendwie so ein entferntes, unberührbares Ding, mit dem der Physiker nichts zu tun hat. Aber es hat halt eine sehr reale Auswirkung, und eine sehr reale Auswirkung, der sich die Physiker durchaus selbst ausgesetzt haben. Ganz im Gegensatz zu den meisten Philosophen, die halt vor sich hin philosophieren und dann nicht mehr ernsthaft dem Problem, den sie selbst verursacht haben, dann nicht mehr aussetzen. Sie sind halt nicht wirklich Teil der Gesellschaft, sondern sie sind sehr weit abgehoben davon. Nein, das ist nicht so. Das ist tatsächlich nicht so. Also du hast recht, das ist genau das, machen sie. Die Philosophen, das stimmt tatsächlich, die Philosophen bilden sich gönnen sich diesen Kinderglauben, dass sie sozusagen den Problemen, die sie selbst erzeugen, aus dem Wege gehen können. Warum können sie das? Und das ist der entscheidende Punkt. Die Philosophie hat seit dem 19. Jahrhundert, also spätestens in dem Augenblick, wo sie bürokratisiert wurde, ja.
Also hat sie sozusagen nichts mehr geleistet. Also sie hat etwas geleistet im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert. Also das war sehr, sehr schwer. Also ich hatte mit René vorige Tage schon mal darüber gesprochen oder ich weiß nicht mehr. So viel Stammtisch, da kann man, genau. Findet man euch beide ich übrigens. Ich hab's gehört, ja. Ne? Da war die Philosophie Episoden. Großartig, weil sie eben diesen Vertrauensfindungsprozess in Menschenvermögen sich überhaupt plausibel machen musste. Aber in dem Augenblick, wo sie sich bürokratisiert hatte im 19. Jahrhundert, hat sie sozusagen ihre Standardisierungen hergestellt und die ventiliert sie bis heute und zitiert nur noch, also Philosophie ist heute dummes Zeug. Philosophie leistet nichts mehr. Die Philosophie ist ungefähr genauso schwach geworden, wie die Theologie im 17. und 18. Jahrhundert schwach geworden ist. Sie kann nichts mehr leisten. Bei der Physik ist es ja nun andersherum. Die hatte größere Schwierigkeiten. Und vor allen Dingen hat natürlich die Physik ihre Erfahrungsbedingungen geändert. Spätestens in dem Augenblick mit der Nutzung der Elektrizität, also wo nicht nur gewusst wird, was Elektrizität ist und wie man sie anwendet, sondern in dem Augenblick, wo sie die Elektrizität selbst zur Voraussetzung für jede Art von physikalischer Forschung macht, und damit auch zur unverzichtbaren Voraussetzung. In dem Augenblick hat die Elektromagnetismus war ja, also die Maxwell'schen Gesetze waren ja die Grundlage dafür, dass Einstein überhaupt seine Relativitätstheorie aufstellen konnte. Und andersherum die Grundlage dafür, dass diese Messinstrumente gebaut werden konnten. Ja, und damit die Grundlage auch. für die Quantentheorie. Ja, also das ist ja genau, die Physik hat genau ihre Erfahrungsbedingungen geändert. Und sie hat das Handicap, dass sie einerseits sich damit befassen muss. Das ist ja genau der Erfolg dieser technischen Wissenschaften, weil sie sich sozusagen selber immer Probleme aufzwingen, die sie gar nicht haben müssen. Ja, also könnte die Philosophie letzten Endes nur davon profitieren, wenn man sämtlichste philosophischen Lehrstühle wegnehmen würde und dann sagen muss, ja, liebe Philosophen, wenn ihr noch weiter philosophieren wollt, dann müsst ihr das irgendwie anders tun. Nee, Philosophen, nein, das werden sie nicht tun, sondern sie werden einfach, das siehst du heute, kannst du das an diesem Markus Gabriel beobachten, das ist, ich glaube, der ist Jahrgang 1983 oder so. Kenne ich nicht. Der ist mit jungen Jahren Professor geworden, ich glaube in Bonn. Der ist Professor mit 28 Jahren ist der Professor geworden in Bonn. Markus Gabriel, und was macht er? Der tischt also Albernheiten auf, über die sind vor 200 Jahren schon ergebnislose Diskussionen geführt worden. Und er fängt wieder von vorne an. Also daran kannst du sehen, dass diese ganze Philosophie heute, das ist ungefähr genauso so flach wie Gottesdienst, wenn du in den Gottesdienst gehst. Also das hat nichts mehr. Das hat nichts mehr, das wird auch nichts mehr und die können auch nichts mehr. Und das Einzige, was sie noch können, ist, sie können irgendwelche Stellen ergattern, weil die Bürokratie ihre eigene Notwendigkeit hat. Ja, das sage ich ja. Also das Beste, was der Philosophie zurzeit passieren könnte, wäre halt, dass das aufgelöst wird. Aber sie wird es nicht bemerken. Also das ist der Punkt. Die Philosophie ist für mich uninteressant. Wenn jemand ernsthaft Philosophie betreiben würde, danach noch, dann müsste er es halt in einem Umfeld machen, in dem man wirklich ernsthaft erstmal was leisten müsste, um bemerkt zu werden und davon leben zu können. Also bemerkt zu werden, dass er davon leben kann. Und zumindest müsste er damit eine gewisse Hürde überwunden haben, die zurzeit ja völlig unnötig ist, weil also du bist ja schon also, so ein Philosoph, der ist halt Professor und damit hat er ja seinen Genau, das seinen ist ein Wissenschaftsbeamter. Genau, das ist ein Wissenschaftsbeamter, die ihre Literatur verwalten. Und mehr tun sie nicht. Und dasselbe, etwas Ähnliches gilt in weiter Hinsicht auch für Soziologen. Ja. Übrigens, das gilt für Soziologen. Und das möchte ich auch hinzufügen, um die Sache auch von der anderen Seite aus zu betrachten, das gilt auch für Physiker in mancher Hinsicht. Also auch Physiker können es sich leisten, sozusagen immer wieder mit dem Kopf vor die Wand zu rennen, weil sie sich darauf verlassen können, dass der bürokratische Apparat funktioniert, der ihnen sozusagen die Urteilslosigkeit garantiert. Was meine ich damit? Das denn das, was sie selber wissenschaftliche Freiheit nennen, die Wissenschaftsfreiheit heißt sich gegenüber den Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft indifferent zu verhalten, indem sie selber sagen, was geht mich das alles an? Ich mache einfach das, was ich scheitere einfach weiter an dem, woran ich schon immer gescheitert bin. Das machen empirische Soziologen so, empirische Forscher machen das so und empirisch forschende Physiker können sich die gleiche Naivität auch leisten.
Ja, insofern als die Physiker ihre Instrumente bezahlt bekommen müssen und so weiter, insofern sie halt eingebettet sind dann doch noch in den Rest der Gesellschaft, da können sie jetzt nicht einfach sagen, okay, wir scheitern einfach so weiter vor uns hin, wie wir es schon immer getan haben. Also sie müssen schon ein bisschen mehr müssen sie schon bringen. Naja, nun, was heißt, sie stellen Anträge, die werden entweder genehmigt oder nicht. So, wenn sie genehmigt werden, ist es toll, wenn sie nicht genehmigt werden, ist es schlecht und das war's. Und dann stellen sie den nächsten Antrag. Also, dann haben sie irgendwelche Forschungsergebnisse und dann werden die diskutiert und dann stellt man fest, dann hat man Messergebnisse, dann stellt man fest, man kann das so sehen und man kann das auch anders sehen. Sie kommen, die Physik ist in mancher Hinsicht heute in ähnlich ein Laberfach geworden, ähnlich genau wie die Soziologie, nämlich das Laberfach, das darin besteht, die Kontingenz der Bewertung, der Erfahrung, beziehungsweise der Daten und ihre Beurteilung. Welche Schlüsse soll man daraus ziehen? Folgert eben, führt dazu, dass man dieses ganze Peer-Review-Verfahren dummes Zeug geworden ist, dass man nicht mehr weiß, was die anderen noch wissen, was die noch forschen, was das noch bedeuten soll. Da gibt es semantische Spreizungen, die in der Physik genauso auffallen wie in der Soziologie, dass man nicht mehr weiß, dass es Gegenstände der Forschung gibt, über die wissen vielleicht nur noch 10 Leute auf der Welt, können sich einigermaßen kohärent darüber unterhalten. Und auch das wird schon fraglich. Also so kommt es ja, dass irgendwelche Spaßvögel in irgendwelchen wissenschaftlichen Zeitschriften irgendwelche Quatschaufsätze unterschmuggeln. Klar, schmuggeln können, klar, das können sie, weil, naja, niemand mehr weiß, was es noch ist heißt. Etwas, und niemand mehr weiß, was es ist. Ist aber traditionell, sage ich mal, in der Naturwissenschaft etwas schwieriger als anderswo. Nein, das ist traditionell nicht so. Also das ist traditionell, also die Physik hat ihre Erfahrungsgrundlage geändert. Der interessante Punkt ist, und das ist der Zusammenhang mit Luhmann, wird dadurch auffällig, weil er genau diesen Erfahrungsänderungsprozess auch für die Soziologie beansprucht, gesagt, auch die Soziologie hat ihre Erfahrungsgrundlage geändert, und zwar durch ihren Erfolg und durch ihr sehr emsiges und fleißiges Rätselraten darüber, wie die Gesellschaft funktioniert. Sie hat ihre Erfahrungsgrundlage geändert, aber die Strukturdetermination, insbesondere die durch Bürokratie hergestellt wird, die so stark, dass diese Veränderung der Erfahrungsbedingungen nur mit sehr, sehr, sehr viel Mühe und mit sehr viel Formulierungskunst, mit sehr viel Anstrengung überhaupt mal in Erfahrung gebracht, also zur Sprache gebracht werden. Naja, ich sehe vor allen Dingen, ich sehe vor allen Dingen das Problem, dass die Soziologen und sicherlich auch einige Physiker, einige Philosophen, die Naturwissenschaften letztendlich komplett ausblenden und praktisch davon nur das mitnehmen, es kommt mir immer so vor, okay, die lesen halt das, was in der Zeitung steht und mehr nicht. Und sie können ja auch, das tun sie deshalb, weil die Physiker andersherum das mit den Soziologen genauso tun. Sie lesen darüber das, was in der Zeitung steht, oder sie lesen darüber das, was man mal eben so schnell begreifen kann. Und das war's. Das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja genau diese Einigelung. Sie haben eben beiderseits die Möglichkeit, sich gegen die Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft indifferent zu verhalten, und zwar deshalb, weil sie es sich leisten können zu sagen, die entscheidenden Bedingungen seien uns angeblich bekannt. Und die wiederholen sie einfach. Die ersten und letzten Wahrheiten sind bekannt. Die ersten Wahrheiten, also in der Soziologie, das gilt, etwas Vergleichbares gilt in der Physik. In der Physik wird einfach behauptet, das Experiment beginnt, wenn der Experimentator den On-Schalter betätigt. Also erst dann beginnt das, dass es vielleicht schon laufen könnte, noch bevor er den On-Schalter eingeschaltet hat. Das ist den Physiker nicht so einfach zu argumentierbar zu machen, weil er sagt, nö, ich bin hier ein handelndes Subjekt, ich bin erkenntnisfähig, und bevor ich nicht den Strom einschalte, passiert nichts. Und die Antwort ganz so schlimm ist es nicht, nein. Also die schauen sich, weil der Punkt ist, wenn man das wirklich so macht, dann kommt man irgendwann in Probleme. Ne? Also du merkst halt irgendwie plötzlich, oh hoppla, irgendwas hat diesmal nicht geklappt wie sonst, und irgendwann kriegt man dann halt mit, aha, Moment, es gibt hier irgendwie Umweltbedingungen, die dazu geführt haben, dass mein Experiment anders verläuft, als es das tun sollte. Aber immer erst, und diese,
Ja, weil was soll daran schlimm sein, dass man halt auf diese Art und Weise letzten Endes den empirischen Erkenntnisprozess durchlaufen kann. Man ja machen. Ich sage ja nicht, dass das schlimm ist. Ich sage nur, der Physiker kann sich die Naivität leisten, zu behaupten, das Experiment beginnt, sobald der Strom fließt. Und solange kein Strom fließt, gibt es kein Experiment und damit gibt es auch keine Wirklichkeit, über die ich nachdenken sollte. Und das ist diese Naivität. Das kann er sich halt nicht leisten. Das kann er sich nicht leisten, sobald das Experiment nicht funktioniert. Also er kann sich vielleicht diese Naivität leisten, wenn er erstmal dieses Experiment durchführt, aber er kann sich diese Naivität nicht mehr leisten, wenn er das Experiment dann auswertet. Ja, aber dann wertet er aus, was geschah vor dem Einschalten des Stroms geschah. Das ist für ihn er hat keine Daten, aus denen das hervorgeht. Er hat keine Empirie. Er hat keine Empirie, die ihn über etwas informiert, das geschehen ist, bevor der Strom geflossen ist. Er sieht's ja in seinen Daten, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Von daher kann er dann. Aber erst nachdem der Strom geflossen ist. Also ja, aber das ist ja erstmal völlig egal. Er kann ja schauen, ja. Warte mal ab. Also erstens, ja. Es gibt Aufzeichnungen, die weit über das hinausgehen können. Also ich meine, wenn du, was weiß ich, die Luftfeuchtigkeit in deinem Labor misst, ja, dann hast du halt so eine Rolle und die zeichnet halt die ganze Zeit auf, egal ob du jetzt gerade ein Experiment durchführst oder nicht, und kannst das dann hinterher halt nachvollziehen. Also diese Aufzeichnung wiederum, die da betätigt werden, ist erst, wenn man den Strom einschaltet. Also ja, das ist doch völlig egal, ob du jetzt später dann, also das ist unabhängig davon, ob du ein Experiment durchgeführt hast oder nicht. Da haben wir doch den Punkt. Da ist doch genau der Punkt. Das ist nämlich ganz genau. Du kannst dich einfach indifferent erklären gegen die Bedingung der Möglichkeit des Experiments. Dem du sagst nämlich, alles, was zum Experiment dazugehört, kann ich später als Bedingung einführen. Also indem ich einfach sage, klar, die Luftfeuchtigkeit könnte eine Bedingung gewesen sein. Und jetzt gucke ich nach in einem anderen Messgerät, das die Luftfeuchtigkeit gemessen hat. Aber das wiederum sind Daten, die nur dadurch entstehen, dass jemand den Strom dieses Messgerätes eingeschaltet hat. Und jetzt kann er wieder sagen, bevor dieses Messgerät nicht eingeschaltet wurde, habe ich wieder kein Problem. Okay. Du kannst das auch ohne das Messgerät machen. Du kannst dann auch sagen, okay, Luftfeuchtigkeit ist aufgrund unserer Erkenntnisse, die wir haben, ein mögliches Problem. Dann kannst du halt sagen, okay, ich habe am, es war Herbst und das Experiment fand irgendwann in der Früh statt und typischerweise ist in der Früh halt im Herbst relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Es kann gewesen sein, dass die hohe Luftfeuchtigkeit zu dem Zeitpunkt halt einen Einfluss hatte. Du kannst dich halt auch einfach hinsetzen und sagen, okay, wie waren die Umweltbedingungen? Ja, du kannst dich ganz einfach hinsetzen und sagen, du kannst es ganz einfach haben. Damit willst du eigentlich nur sagen, du kannst dich ganz einfach gegen die Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft beziehungsweise von Forschung indifferent verhalten, indem du nämlich es dir ganz, ganz einfach machst und sagst, ich nehme einfach an, dieses oder jenes. Solange wie es funktioniert, wenn du ein Problem hast, sobald du ein Problem bekommst, dann musst du wieder anfangen. Ja, was du jetzt machst, du machst jetzt genau das, worüber ich mich köstlich amüsieren kann. Du rechtfertigst jetzt das Recht auf Indifferenz. Also für unsere Hörerinnen und temporär. Hörer. Also ne, du kannst, solange wie es funktioniert, kann man indifferent sein. Das stimmt. Du musst doch das Recht auf Indifferenz nicht auch noch rechtfertigen. Es reicht doch völlig, das Recht auf Indifferenz in Anspruch zu nehmen, es auch noch zu rechtfertigen, heißt doch zu sagen, lieber Freund, also deine Sorgen möchte ich haben. Also jetzt stoße ich mal dazwischen. Ja. Sonst nimmt das kein Ende hier. Wir wollen hier nicht viele, viele Stunden streiten. Also das ist, man kann euch sehr gut ja nachhören in zwei Folgen auf im sowiestammtisch.de. Ja. Wo ja ausführlich mehrere Stunden, glaube ich, zu Wort kommt, aber getrennt. Ja. Zum Glück, sonst hätten wir da kein Ende gefunden. Ich will ja auch jetzt nicht sofort ein Ende finden. Ich will nur einen Punkt mal einbringen noch. Ich will die Gesellschaft noch mal stark machen gegenüber der Technik.
Und wir haben ja schon festgestellt, dass es nicht diesen, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es nicht diesen kontinuierlichen Ablauf gibt, dass Technik wieder zu neuer Technik führt und das zu neuer sozusagen als lineare Gleichung immer, die Technik immer besser wird. Oder würde da jetzt jemand widersprechen? Beziehungsweise ja, habt ihr es noch... Es ist kein linearer Prozess. Nö. Okay. Und aber jetzt, es ist halt so ein evolutionärer Prozess. Also du könntest dort einen Pfeil anlegen letzten Endes. Wenn du es nicht zu fein machst. Ne? Also okay, da will ich jetzt erklären, warum ich mir da nicht so sicher bin. Könnt ihr gleich dann darauf antworten. Okay. Es ist ja so, dass... also ich halte das für eine naive Annahme, zu sagen, Technik führt zu neuer Technik. Das höre ich auch öfters, auch von klugen Leuten. Wir haben jetzt, also der Klaus hat dargestellt, wie Theologie zu Technik führte, theologische Fragen zu Technologien, technologischen Fragen führte. Und da würde man jetzt ja sagen, hier hat quasi Gesellschaft bestimmte Technologien ausgewählt. Und wir haben dann später gesagt, okay, dann gab es die Biologie und da hat auch die Gesellschaft ausgewählt und den Sozialdarwinismus draus gemacht. Also wie so ein Schwamm wählt die bestimmte Möglichkeiten von Naturwissenschaft und Technik aus. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in die Antike, da gab es ja... Ich glaube, das ist kein Auswahlprozess. Das okay, schwappt, Moment, lass mich zu halt Ende rüber. Führen, dann schweige ich wieder. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Stunde geschwiegen. Eins nach Christi, glaube ich, Heron von Alexandria, der hatte ja quasi die erste Dampfmaschine entwickelt, hatte so eine Art Maschinengewehr entwickelt, so ein Schnellfeuerkatapult und es gibt auch noch andere, es gibt noch die Überlegung, ob es schon sowas wie Strom in der Antike gab, so Batterien oder so. Und jetzt kann man ja überlegen, warum damals nicht die industrielle Revolution, warum später? Und dann könnte man sagen, okay, die hatten die Sklaven, also das ist so eine soziologische Ansicht, die hatten die Sklaven, die hatten es nicht für nötig gehalten. Und diese, was Heron von Alexandria denen gezeigt hat an Maschinen, das hielten die nicht für Maschinen, sondern das hielten die für Kuriosum. Das haben sie gesagt, das sind kuriose Apparate. Die haben da, also die Gesellschaft hat da keine Auswahlmechanismen gehabt, die genau das umgesetzt hat. Das glaube ich auch. Da stellt sich jetzt mir die Frage, wonach wählt Gesellschaft aus? Die scheint ja der Technik vorauszugehen. Wonach wählt sie aus, welche Technik jetzt relevant ist und welche nicht? Sie wählt danach aus, was anwendbar ist und was nicht. Und der Punkt ist einfach. Warte mal kurz. Also beziehungsweise sie wählt nicht danach aus. Aber die Gesellschaft kann nur Dinge auswählen, letzten Endes dauerhaft nur auswählen, die funktionieren. Okay? Ich glaub, soweit können wir uns einig sein, oder? Nee. Frage, die René gestellt hat, die ist schon ein bisschen komplizierter. Warte mal. Ich will erstmal. Nicht mit dem Standardsatz, mit dem Verkäuferstandardsatz davon. Nein. Warte mal. Warte mal kurz ab. Also, eine Technologie, die nicht funktioniert, kann die Gesellschaft dauerhaft nicht auswählen, okay? Können wir uns so erstmal auf diesen Punkt einigen? Nee, da würde ich auch aus, also würde ich jetzt, also dann würde ich im Punkt ich meine, dagegen gut, halten, wo okay, ich dann, Astrologie aber ich bin da, gibt's die ganze Zeit, ja, okay. Jetzt hast du ja gesagt, Technik, die funktioniert, kann nur ausgewählt werden. Aber Technik, die nicht funktioniert, kann ja auch ausgewählt werden, wenn die Gesellschaft einen Irrtum unterliegt. Ja, ich habe ja dauerhaft gesagt. Okay, also wenn die Gesellschaft kann schon einem Irrtum unterlaufen. Dieser Irrtum kann auch sehr lange anhalten, ist keine Frage. Also da sind Jahrhunderte nix, okay? Ja, okay. Aber dauerhaft irgendwann fliegt's raus. Wenn es nicht funktioniert, dann fliegt's irgendwann raus. Das ist alles, wenn die Gesellschaft in die Luft fliegt oder so. Was du meinst, ist die Selektion. Also irgendwann wird aussortiert. Genau. Okay. Klar, aber der René hat ja nur gefragt. Also kommen wir nochmal auf die Frage von René. Nein, warte mal. Der Punkt ist, Frank hat gesagt, ob wir da konform gehen. Ja, der eigentliche Punkt ist, die Dampfmaschine, die Alexander von Heron gehabt hat, die hat nicht funktioniert. Das war ein Spielzeug. Doch, sie hat sehr wohl funktioniert. Sie hat
Das war ein Spielzeug. Das war ein Spielzeug. Das war. Ja, das ist doch. Das ist das aber doch nicht der entscheidende Punkt. Was das ist, da machst du einfach so eine ganz naive. Da behauptest du einfach so eine ganz naive Sache. Das hat nicht funktioniert. Spielzeug. Das war nicht so. Das war ja keine richtige Dampfmaschine. Du hast mir auch eine Minute Zeit gelassen zu erklären, warum sie nicht funktioniert hat. Jetzt müssen wir Frank auch mal. Meine. Sein Argument muss er aufrollen dürfen. Ja, der Punkt ist halt der. Damit eine Dampfmaschine ernsthaft funktionieren kann, muss sie erstmal groß sein. Am Anfang. Das ist einfach, du brauchst einfach ein gewisses Niveau einfach an Materialbearbeitung und allem Möglichen, dass du nicht so viel Reibung, dass du nicht die Reibung hast in den Lagern und du brauchst die Präzision in der Bearbeitung von den ganzen Materialien und so weiter und so weiter. Und das sind halt Vorbedingungen, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Ja, ach so, jetzt, nicht gegeben. Ach so, tatsächlich. Ach, ja. Nein, die waren noch nicht gegeben. Real. Die waren noch nicht gegeben. Gab es nicht wirklich. War unwirklich. Ja. Man konnte einfach. Erklären. Du konntest einfach vor 2000 Jahren, hättest du, wenn du den Leuten. Ja, schon klar. Wenn du den Leuten damals Schwarzpulver in die Hand gegeben hättest, die hätten dir keine vernünftige Kanone bauen können, weil die nicht mehr gewusst hätten, wie sie ein glattes Kanonenrohr bohren können. Ja, war nicht gegeben. Also, weißt du, du kommst jetzt einfach, das ist ganz genau der Punkt. So argumentiert der naive Wissenschaftler, übrigens nicht nur der naive Physiker, sondern auch der naive Soziologe, der argumentiert ganz genauso, ganz genau. Das ist genau das rhetorische Manöver. Er sagt, das war einfach, da ist einfach eine gegebene Wirklichkeit, die müssen wir so hinnehmen und erst wenn wir die hinnehmen, dann können wir eine Ordnung finden. Ja, so ist das. Ja, genau so ist das. Und deshalb machen wir uns jetzt mal ganz flott an die Arbeit, machen mal irgendwelche Hypothesen, machen mal irgendwelche Fördermittelanträge und machen mal irgendwelche Aufsätze und dann publizieren wir die, weil ja die Dinge so gegeben sind, wie sie gegeben sind. Warte mal. Die Dinge sind gegeben. Also das ist doch eine ganz ernstzunehmende Frage. Ist doch mal die Frage ernster als deine Antwort. Beziehe doch mal kurz die Möglichkeit in Betracht, dass du dich geirrt hast, okay? Ja, das tue ich. Okay, mal ganz. Es klingt gerade nicht so. Gegeben ist mein Irrtum. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass mein Irrtum gegeben ist. Du brauchst, um eine Technologie anwenden zu können, brauchst du verschiedene Voraussetzungen. Und die sind halt, das kann eine Frage von Theologie sein, wenn es sein muss. Das kann eine Frage sein von einfach nur Erkenntnisgewinn, der stattgefunden haben muss. Und es ist eine Frage von, welche Fähigkeiten haben die Menschen in der Gesellschaft? Sind die Menschen, die passenden Fähigkeiten haben, überhaupt vorhanden? Also sind die gerade an der Stelle, wo sie gerade gebraucht werden und nicht am anderen Ende der Welt? Das stimmt das gar nicht. Stimmt das alles gar nicht. Also kommen wir zurück auf die Frage, die René gestellt hat. Nenn mal konkrete Punkte, wo das nicht stimmt. Mach mal ein Gegenbeispiel, ein konkretes Gegenbeispiel. Am besten ist, wir fangen mit unserem Gespräch nochmal von vorne an. Okay. Also, René hat die Frage gestellt. Fangen wir damit wieder an. René hat die Frage gestellt, Heron von Alexandria, das kann man doch feststellen, da sind Experimente unternommen worden, der hat also ein Dampfkreisel oder wie kann man dieses Gerät nennen, entwickelt, der hat also gesehen, dass man mit Dampf, mit Unterdruck und Überdruck, dass man da also Dinge machen kann. Der hat Spielereien betrieben. Wobei so. Und jetzt hat René die Frage gestellt, also ist es eine Dampfmaschine? Lass dir die Frage beiseite. René hat die Frage gestellt, wieso ist das nur als Kuriosum aufgefallen in der Antike? Warum, also gab es, also wie können wir uns erklären? Eine nutzbare Kraft freisetzen konnte. Das war nicht nutzbar. Es war einfach. Aber die Leute haben ja nicht erkannt, dass es nicht nutzbar war. Das ist doch das, was der René fragt. Der René fragt doch genau diese Frage. Das ist doch genau die Frage, die der René stellt. Warum hat keiner gesagt, hey, da können wir unsere Sklaven ersetzen? Weil es die Notwendigkeit in den Köpfen der Leute scheinbar nicht gab. Nein. Weil es einfach nicht nützlich war. Es war einfach, da war keine Kraft dahinter. Also bitte, zunächst. Die Frage hätte nicht laut, wie macht man es nutzbar, sondern die Frage ist doch nicht die, sondern die Frage ist, wie kann man es effizienter machen? Also, und genau die Frage wurde nicht gestellt. Das ist der entscheidende Punkt. Genau, Effizienz war nämlich in der Antike überhaupt kein Wert. Die Muße war der Wert und wer gearbeitet hat, der war ein Schlendrian. Okay, also, wenn du das meinst, dann würde ich dir vorschlagen, das nächste Mal
nenne das beim Namen. Also bitte, weil es da, geht ja nicht, wenn du, das, da, also wenn, da du, wenn du mit einem dir. Schwall, wenn du mit einem Schwall von Wahrheiten sozusagen das, also das Gespräch ja schon immer unterdrückst, dann fordere mich doch bitte nicht auf, ich hätte das, ich solle deinen Schwall unterdrücken. Also noch einmal. Nein, also ich möchte deshalb noch einmal bitten, lass mal die Problematik zu und komm nicht einfach nur mit irgendwelchen billigen, einfachen Wahrheiten, von denen man annehmen kann, dass es einfach so ist. Es ist nicht einfach so. Es ist schwierig. Fangen wir mit dem Satz an. Es ist nicht einfach, es ist schwierig. Du kannst natürlich sagen, das ist jetzt so einfach, aber dann kommen wir nicht weiter. Also, nein, wir fangen. Ich wollte eine Analyse. Also ich habe keine Geduld mehr. Also, ich mag das nicht mehr. Warte doch mal. Also, entweder du hast Geduld oder du hast nicht. Verlange nicht von mir. Ich soll doch bitte das Gespräch unterdrücken. Also, jetzt mache ich mal hier. Und Wahrheit akzeptieren soll. Jetzt, wir können es ja. Wir können es ja weiter. So geht's nicht. Also, jetzt hören wir gleich auf. Leute, wir können es ja so machen. Also, ich zähle bis drei und dann hören wir auf. Wir können ja einer nach dem anderen und jetzt erteile ich das Wort. Also, wer möchte als Erster sprechen? Also, und wir machen das so, jeder hat Zeit, sich das auszuführen. Wir anderen schweigen und dann können die anderen darauf antworten. Okay. Und von mir aus kann Frank oder Klaus, also mehr haben wir jetzt auch nicht hier, wer möchte beginnen? Das ist ja auch wichtig, es kommt ja keiner mehr mit. Also ich komme auch nicht mehr mit, wenn ihr hier gegenseitig euch beißt. Ich bin da sehr, ich habe da noch keine festgelegte Meinung. Ich habe nur die Frage gestellt und da kann mir ja Frank eine Antwort geben und da kann mir Klaus eine Antwort geben drauf. Okay. Wir lösen das eh nicht auf heute. Das ist nur, kann jeder halt sein Argument mal darstellen und dann die andere Seite zu überzeugen, klappt eh nicht. Aber man kann es ja mal darstellen. Also ihr könnt ja versuchen, mich zu überzeugen und nicht den anderen. Weil ich bin da noch nicht überzeugt. Also Frank, fängst du erstmal an. Ja, ich hatte nicht vor, jetzt eine Reihe von Wahrheiten einfach aufzustellen, sondern ich hatte vor, einfach erstmal einen Punkt abzufragen, ist wenigstens das in Ordnung? Das heißt noch lange nicht, dass jetzt alles, was ich denke, was ich sage, dass das alles wahr ist, sondern erstmal, ich wollte erstmal wissen, ist dieser Punkt erstmal so in Ordnung? So, kann man erst einmal, warte mal ganz kurz, kann man erst einmal sagen, dass es nützlich sein muss, bevor das Ganze angenommen wird oder nicht? Weil zu dem Zeitpunkt war es noch nicht nützlich. Und der Grund dafür, und da muss ich dir völlig zustimmen, da hast du absolut recht, der Grund dafür ist halt die Schwierigkeit, dass damals in der Gesellschaft nicht der Gedanke da war, okay, wir machen das jetzt mal besser. Das ist eben keine Schwierigkeit gewesen, das ist der entscheidende Punkt. Es gab keine Schwierigkeit, gerade weil es diese Schwierigkeit nicht gab, gerade weil eben nicht die Frage gestellt wurde, wie machen wir das schwieriger? Wie suchen wir nach Effizienz? Die Frage wurde eben nicht gestellt. Und aus diesem Grunde stehen wir nun da, weil wir nämlich glauben oder meinen können, diese Frage zu stellen sei normal, diese Frage zu stellen sei selbstverständlich oder das sei richtig oder das sei das, worauf es ankäme. Weil wir nun uns naiv dazu verhalten dürfen, stehen wir da und sagen, seltsam. Und meinen nun, also wir hätten doch die Art und Weise der Betrachtung gefunden, die letztlich für Klarheit sorgen würde. Das tut sie nicht. Ja. Ich glaube, das Problem war jetzt eine Frage der Perspektive. Ich habe von uns aus gesehen. Also ich habe jetzt gesehen. Nee. Warte mal ganz kurz. Ich habe gesehen, okay, von uns aus ist das eine Schwierigkeit, weswegen es halt nicht dazu gekommen ist, dass es eine Schwierigkeit. Aber von denen aus hat diese Schwierigkeit natürlich nie existiert, weil wieso auch? Den Gedanken gab es nicht. Demzufolge ist es auch keine Schwierigkeit. Warum soll man sich darüber Gedanken machen, was irgendein wahrscheinlich war der war wahrscheinlich Sohn einer reichen Familie. Der hatte irgendwas studiert, kann man annehmen. Der war Schriftgelehrter, wie alle anderen auch. Ja. Und der hat dann da gesessen und sich über die kuriosesten Dinge Gedanken gemacht. So, warum soll man das eigentlich ernst nehmen? Und der interessante Fall ist ja, warum wurde es dann im 17., 18. Jahrhundert ernst genommen? Also das ist ja genau der Punkt. Also warum wurde das 1500 Jahre später dann doch ernst genommen, solche Spielereien? Und damit reden wir jetzt von den Veränderungen, wir reden von der Veränderung der Erfahrungsbedingungen. Ja. Und jetzt ist die Frage, ob diese Erfahrungsbedingungen auch wieder von der Technik beeinflusst werden. Genau.
nicht, vor allen Dingen, also beeinflusst werden, vor allen Dingen die Technik, das ist selbst sozusagen ein Produkt dieser veränderten Erfahrungsbedingungen. Noch einmal, wir können feststellen, dass das ergibt sich, dass mit Dampfdruck zu experimentieren, mit Vakuum oder mit Unterdruck und Überdruck zu experimentieren, mit Rotation zu experimentieren, mit Zentrifugalkraft und was auch immer, dass das eben so ungewöhnlich eigentlich gar nicht ist, sondern eben nur tatsächlich die Bedingungen, unter denen das beobachtet wird und dann, wie du gefragt hast, René, also selektiert werden kann. Also was kann man damit machen? Und oder auch, warum ist das eigentlich ziemlich uninteressant? Dasselbe Problem hat man heute, wie ich vermute, zum größten Teil mit der Quantenphysik auch. Das Allermeiste, was die da machen, ist irgendwie nur kurioser Blödsinn. Weil da schütteln wahrscheinlich die Hälfte der Physiker, wenn sie Quantenfelder untersuchen, selber mit dem Kopf, weil sie sich fragen, was soll das Ganze noch? Ja, aber sie machen es eben, weil man eben die Bedingungen nicht gut versteht, unter denen das ja irgendwie weiterführend ist. Sie belassen es dann bei ja, Spielereien mit Sprache, mit Wortfindung, Quantenfeldanalyse oder was auch immer. Wundern sich und sagen, naja, egal. Also noch einmal, es geht um die Veränderung der Erfahrungsbedingungen und tatsächlich die Veränderung der Erfahrungsbedingungen geschieht durch Wissenschaft. Aber die Wissenschaft nicht einfach so, sondern eben unter der Bedingung der Gesellschaft und die Gesellschaft auch nicht einfach so, sondern unter den Bedingungen, unter denen sie sich, also unter den Voraussetzungsbedingungen, unter denen sie sich überhaupt zur Ordnung fügen kann. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und nicht einfach normal und nicht einfach gegeben und nicht einfach selbstverständlich und auch nicht ganz einfach. Also heute kann man's relativ gut den Auswahlprozess zumindest beobachten. Heute geschieht es über Fördermittelanträge, also Techniken, die nicht auswählbar sind, die kriegen halt keine, also die gesellschaftlich als nicht relevant eingestuft werden, die kriegen keine Fördergelder. Machen wir das mal ganz kurz konkret. Was genau sind die Voraussetzungen für die Erkenntnis? Und du hast völlig recht, dass ich zu stark fokussiert war auf die Erkenntnisprozesse, die halt immanent sind, ne? Also die halt praktisch diese Autopoiesis, dass die Naturwissenschaft aus sich selbst heraus halt kommt. Und da war ich zu sehr fixiert drauf, das stimmt, ja. Die Erfahrungsbedingungen der modernen Wissenschaft hatten einen höchst schlechten und sehr schlechten Ausgangspunkt und war sehr wagemutig. Also die Ausgangsbedingung war, dass man ein Vertrauen in Schrift gefunden hatte. Das war schon sehr problematisch, also schon sehr schwierig. Man hatte eine Schriftgelehrsamkeit entwickelt, man hatte eine Logik entwickelt. Die Kunst des Schließens hatte man entwickelt. Das Wichtigste war das Vertrauen in Schrift. Die letzte sozusagen Leistung dieser Schriftgelehrsamkeit war die Scholastik gewesen, die eine große Leistung hervorgebracht hat, den Versuch zu wagen, diese ganze Tradition zu vereinheitlichen, zu standardisieren in Form von Schließverfahren, Beweisverfahren. Und vor allen Dingen der Punkt war das Beweisen. Und wenn man das Beweisen ernst nimmt, dann stellt sich die Frage, was kann man nicht beweisen? Und für Thomas von Aquin war die Klarheit, dass man natürlich Gott nicht beweisen kann, aber man kann sozusagen den Glauben rechtfertigen. Das kann man vernünftig tun. Also da merkt man das erste Mal, dass die Vernunft, die vernünftige Fähigkeit von Menschen eine besondere Bedeutung bekommt. Okay, also wie sieht das heute aus? Weil das sind die Entstehungsbedingungen. Ja, genau, diese Probleme haben wir nicht mehr. Also genau dieses Problem der Vernunft, der Kritikfähigkeit, also der Urteilsfähigkeit von Menschen, Vertrauen zu schenken. Diese Fähigkeit, dieses Problem ist uns abhanden gekommen. Also weil wir nicht wissen. Ja, das ist doch. Ach so, Moment, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Strukturen sind genau darauf eingerichtet. Das Problem, es ist eben genau nicht mehr das Problem und das Problem, aus meiner Sicht, das Problem besteht darin, dass das Problem nicht mehr existiert. Beziehungsweise, Die Strukturen haben sich darauf eingerichtet. Okay, dadurch, dass es niemand mehr bewusst, dadurch, dass niemand mehr wirklich bewusst ist, dass da ein ernsthaftes Problem ist, hat man halt das Problem, dass nur noch in den Strukturen vorhanden ist und nicht mehr explizit diskutiert wird.
Ja, nee, nicht, nein, 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 gar nicht. Noch einmal. Also du hattest mich unterbrochen. Also okay. Wir kommen nicht weiter, wenn, also ja, noch einmal. Ja, ja. Ich muss ja erklären, was ich verstanden habe, damit ja, aber du nicht irgendwie sofort, was aber nicht, wenn dagegen du, unternehmen kannst. Du kannst es nicht erklären, okay. Wenn du mir nicht zuhörst. Also du kannst okay. Nicht erklären, was ich verstanden zu. Habe, wenn, ich du, zu. Wenn du nicht versuchst zu verstehen. Also noch einmal. Ja. Es geht um den die Strukturen, mit denen wir es zu tun haben, ist eine Erbschaft, die uns überliefert wurde, die darauf eingerichtet gewesen ist, eine Vertrauensfindung in etwas zu finden, das vorher eben nicht mit diesem großen Vertrauen bedacht worden ist, nämlich die Erkenntnisfähigkeit von Menschen zuerst. Das war die Erkenntnisfähigkeit von Menschen. Der nächste war dann die sichere Erkenntnis, das zweite war dann die Produktion von Wissen, die von Menschen, also von Menschen wird etwas produziert, eine Einsicht, die in der Antike so eine große Wichtigkeit nicht hatte. Und drittens dann, und das ist dann im 19. Jahrhundert passiert, die Rechtfertigung von Handlung. Damit wurde die Handlung selber Handlung überhaupt erst als Problem erfahrbar. Gehandelt wurde immer schon, aber das war nicht so problematisch, weil Kriege führen nicht problematisch war, weil Konfliktualität nicht problematisch war. Man hat das gemacht, weil Gott es so wollte. Man hat es gemacht, weil es die Alten auch schon gemacht haben. Man hat es gemacht, weil es nicht anders gegangen ist. Ab dem 19. Jahrhundert hat man auf einmal festgestellt, Erkenntnisfähigkeit, da haben wir ein Vertrauen darin. Das war dann nicht schon nicht mehr problematisch. Es seien Menschen, die das Wissen produzieren, und weil das so ist, ist das auch nicht mehr weiter problematisch. Das größte Problem ist dann die Rechtfertigung von Handlung gewesen. Das hat sich gesteigert bis in den Kalten Krieg hinein. Also ne, man rechtfertigt, und wenn es sein muss, mit allem, was dazugehört, und man kann und jetzt hat sich diese Erfahrungsbedingungen, die können wir so nicht mehr akzeptieren. Also erstens die Erkenntnisfähigkeit von Menschen, zweitens die ausschließliche Erkenntnisfähigkeit von Menschen, zweitens die ausschließliche Wissensfähigkeit oder Wissensproduktion von Menschen und drittens die Annahme, dass Gesellschaft durch Handlung und die verstehbaren Zusammenhänge, mit denen wir es zu tun haben, dass diese Verhandlungen durch Menschen entstehen. Das können wir so nicht mehr akzeptieren. Wer das immer noch glauben will, kann eigentlich nur zitieren, was schon zitiert wurde, kann nur noch wiederholen, was schon wiederholt wurde, kann eigentlich immer nur weitermachen mit einem Programm, das ständig vor die Wand läuft. Nein, die Erfahrungsbedingungen haben sich geändert, und zwar durch den Erfolg, durch dieser Struktur, die es geschafft hat, also sich imperial durchzusetzen, und auf dem Wege der imperialen Durchsetzung ein Wissensreichtum zustande gebracht und damit eine Komplexität von Problemen, die wir jetzt nicht wieder auf der Basis eben dieser Möglichkeit reduzieren können. Wenn wir einfach sagen können, es sollen Menschen erkenntnisfähig sein und nur Menschen, es sollen Menschen Wissen produzieren und nur Menschen, und es sollen Menschen handeln und ihr Handeln rechtfertigen und nur Menschen. Wenn das so sein soll, dann landen wir tatsächlich, und das kann man schon gegenwärtig beobachten, das ist absehbar, dann landen wir in der transzendentalen Stupidität, wir landen in einer schwachen Form. Kannst du noch mal ganz kurz den letzten Teil über die Rechtfertigung von Handlung, kannst du das noch mal sagen? Das ging mir jetzt etwas zu schnell, um gleichzeitig drüber nachzudenken. Ja, die Rechtfertigung, also das ist die Entwicklung des Erfahrungsproblems. Also ab dem 17. Jahrhundert im späten Mittelalter ist die Einsicht erstmals entstanden, dass Menschen eine ernstzunehmende Fähigkeit haben, nämlich Kritik. Erst auf dem Wege der Ablehnung dieser Kritik und dann auf dem Wege der Vertrauensgewinnung in diese Fähigkeit. Das war dann ab dem 17. Jahrhundert. Der zweite Schritt war dann, dass Descartes und so weiter, ne? Genau. Okay. Und der zweite Schritt war dann, Menschen können wissen und dann und sind die Träger dieses Wissens. Und sie können dieses einfach äußern. Das war ja dann die Forderung, dieses Wissen mitteilen zu dürfen. Das war dann im 18. Jahrhundert. Nachdem das geschehen ist, das ist letzten Endes Kant. Ja, genau, okay. Genau. Kant, richtig, genau, nämlich das Mitteilen der vernünftigen Einsicht in der Öffentlichkeit. Ja, du bist einfach etwas zu schnell. Ich muss erst mal verstehen, was du sagst, und dann muss ich noch drüber nachdenken. Es gibt ja Leute, die zuhören. Es mag ja auch Leute geben, die zuhören. Ich höre auch zu, aber ab und zu geht's mir tatsächlich auch etwas schnell. Du bist wirklich sehr, 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 sehr schnell. Und die Informationen, die du bringst, die sind absolut relevant, und man kann daraus tatsächlich verstehen, was du kommunizieren willst, aber nicht in der Zeit.
Und der dritte Schritt war dann schließlich, nachdem also der öffentliche Vernunftgebrauch, wie das bei Kant war, entstanden ist, jetzt auf einmal hieß es, wie machen wir Handlung rechtfertigungsfähig? Und das geschah dann. Okay, und das ist durch Ideologie. Über die die Entwicklung eines öffentlichen Dienstes. Okay. So. Und das waren die ersten Wahrheiten. Die ersten Wahrheiten, also die ausschließliche Erkenntnisfähigkeit von Menschen. Die zweite Wahrheit ist die Wissensproduktion von und durch Menschen, und der Mensch ist dann der Träger des Wissens. Und die dritte Wahrheit ist dann, Menschen rechtfertigen sich für ihre Handlung. Das hat sich dann niedergeschlagen in Ethik und in Wissenschaftsethik und was dürfen Menschen machen, was dürfen sie nicht machen. Bis ins 20. Jahrhundert pipapo hat sich das durchgesetzt. Bis ins 20. Jahrhundert hat sich durchgesetzt, dass sich Menschen dafür rechtfertigen müssen, dass sie etwas getan haben. Genau, denn bei Einstein findest du es ja ganz deutlich, nicht wahr? Oder auch bei Oppenheimer findest du es ganz deutlich, nicht wahr? Dass sie gesagt haben, wir haben es getan, zweifellos, weil sie genau wussten, wenn ich es nicht tue, tut es ein anderer. Und dann eben mit pazifistischen Einwänden darauf reagiert haben. Das hat dieser Karl Friedrich von Weizsäcker auch getan und alle anderen auch. Also die dann gesagt haben, ich kann mein Handeln rechtfertigen, auch dann, wenn ich sehe, dass die Wissenschaft selber ganz schlimme Folgen hat. Nun passiert, dass sich auf dem Wege des Erfolgs sozusagen sich Klarheiten eingeschliffen haben, die nicht mehr hinterfragt werden. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, ja. Sich Klarheiten, sich Selbstverständlichkeiten irgendwelche Annahmen, blinde Flecke eingeschlichen, die einfach nicht mehr hinterfragt worden sind, weil man es sich leisten kann. Die halt in der Struktur, in der Bürokratie letzten Endes immanent sind, mehr oder weniger. Also als man es noch hinterfragt hatte, ist das Ganze praktisch in die Struktur der Bürokratie eingegangen. Aber man hat dann halt irgendwann aufgehört, das zu hinterfragen, weil es hat ja funktioniert, weil es war halt schon drin in der Struktur. Man hat und sozusagen, jetzt ist es halt verloren gegangen, und das ist jetzt ein ernsthaftes Problem. Und jetzt hat man ein Recht auf Indifferenz gewonnen. Man hat einen stabilen Staat, der sich sehr gut legitimieren kann. Man hat eine mehr oder weniger gesicherte Finanzierung, und wenn sie nicht klappt, schreibt man Protestbriefe, ist ja eigentlich auch egal. Also ne, das ist ja so. Man fragt nicht mehr nach, wie muss ein Staat aussehen. Man sagt einfach, ein Staat muss demokratisch sein und sagt Gegenteil. Nicht mehr so richtig. Genau, das ist ja die Frage, mit der diese Indifferenz funktioniert, indem man genau diese billige Frage stellt. Die entscheidet. Eine Frage ist nach der Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft, wenn nämlich, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn die Annahme, wenn die bislang gültige Annahme... Warte mal, du musst die... ich kann mir das noch nicht mal merken, warte mal. Ja, ist ja klar, du hörst ja auch nicht zu. Also wenn du nicht zuhörst und mich schon unterbrichst in dem Augenblick, wo ich es dir nun erklären will, dann geht es nicht. Die Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft, wenn du diesen Satz in genau diesen Worten immer wieder wiederholst, ja, dann ist es sehr schwer, sich diesen Satz tatsächlich zu merken und daraus Sinn zu gewinnen. Ist die wirklich sehr, sehr schwer. Du musst den ab und zu mal anders formulieren, dann klickt das im Gehirn einfach. Wie kann es sein, dass es kommt? Wie kann es sein, dass das, wie kommt unsere Normalitätserfahrung zustande? Okay, ja. Wie kann das eigentlich sein, dass wir Dinge glauben, die wir glauben? Wenn wir nicht einfach glauben können, dass es so ist, wie es ist. Ja. Also wie ist die Bedingung der Möglichkeit? Oder eine andere Frage, eine andere Formulierung, wie kommt die Welt zustande? Ja. Und die Antwort lautet, das kommt durch Menschen, weil die erstens die Dinge erkennen, weil sie zweitens das Wissen produzieren und es äußern, beziehungsweise es tragen, und drittens, weil sie handeln. Ja. So ist die, und anders nicht. Ja. Das ist fraglich. Das ist eben fraglich geworden. Und genau diese Erfahrungs... diese Veränderung der Erfahrungsbedingungen, die lässt sich fast nicht kommunikabel machen. Du siehst das schon an unserem Gespräch. Es geht fast nicht. Es ist mit Idiotien verbunden. Es ist mit Schwachsinn verbunden. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du hast ein kleines Problem bei der Kommunikation. Ja, so machen wir es dann. Ja, derjenige, der das Problem hat. Mir ist schon klar, dass Kommunikation stattfindet. Nein, ich bin nicht die entscheidende Bedingung und du auch nicht. Also ich lasse mich doch von dir nicht blödsinnig mit Psychologismus bedrängen. Lass doch den Quatsch mal beiseite. Natürlich habe ich die Probleme, die du auch hast, die andere auch hat. Es ist ein Kommunikationsproblem. Ja, sicher. Ja, warte mal ganz kurz. Es sind so zwei, drei Dinge, die hier das Problem sind. Warte mal kurz. Das erste Problem, was ich sehe, ist,
Kommunikation braucht Zeit zum Nachdenken. Und du hast eine sehr hohe du hast wirklich eine sehr, sehr hohe Sprechgeschwindigkeit. Und dadurch. Das ist ganz schlimm. Nein, aber dadurch fehlt mir die Zeit nachzudenken. Ja, das ist ja, du kannst es ja auch nicht, wenn du ständig unterbrichst. Ja, also das Schöne ist, wenn wir irgendwann mal Internet erfinden, pass mal auf, ich mache dir mal einen Vorschlag. Irgendwann haben wir mal Internet. Und weißt du, was wir dann machen? Dann machen wir was ganz Raffiniertes. Dann zeichnen wir die Dinge einfach auf und dann sorgen wir dafür, dass sie irgendwo abrufbar sind. Und dann kann man irgendwann nochmal nachhören. Das ist eine gute Idee an der Stelle. Das kann ich nicht tun. Das ist das Problem. Vorschlag. Also ich muss sagen, ich bin auch momentan sprachlos. Ich kann mich nicht entscheiden. Und ich denke mal, wer bisher zugehört hat, die Naturwissenschaftler werden sagen, Frank hat recht. Und die Soziologen mit systemtheoretischen Hintergrund werden sagen, Klaus hat recht. Nein, und die anderen werden sagen... Ja, meinst du denn, ich bin so blöd, nicht zu wissen, ob ich mich einlasse? Ich glaube, wir könnten ein sehr viel produktiveres Gespräch führen unter folgenden Bedingungen. Nimm jetzt das Wort Bedingungen nicht auf die Goldwaage, okay? Bitte. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Machtansprüche durchsetzen oder sonst irgendwas, ja? Also nenn's Vorschläge, was weiß ich. Genau. Also erstmal etwas langsamer sprechen. Ich brauche die Zeit. Und viele Leute brauchen die Zeit. Guck mal, ich möchte dir mal was anderes vorschlagen. Um wirklich was zu verstehen. Das ist das eine. Das zweite, davon habe ich noch nichts gesagt. Das zweite ist Kommunikation. Also wenn du eine Information kommunizieren willst, dann brauchst du eine gewisse Redundanz. Und die ist zurzeit leider auch nicht da. Wenn du einen bestimmten Ausdruck wiederholst, und ich kann das sehr gut verstehen, also du hast einen bestimmten Ausdruck und den nennst du immer wieder, der drückt perfekt das aus, was du sagen willst. Aber wenn du immer wieder den gleichen Ausdruck benutzt, dann erhöht sich damit nicht die Information, die du irgendwie kommunizierst, okay? Genau. Also wenn du den gleichen Ausdruck immer wieder identisch verwendest, dann kommt da nichts an Informationen dazu, okay? Also wenn du den ab und zu mal ein bisschen anders benutzt oder mit anderen Aspekten oder aus einer anderen Perspektive heraus benutzt, dann kommt die Information an und dann wird das auch besser verstanden. Nein. Also ich mache den anderen Vorschlag. Pass mal auf, es ist so. Die Bedingung der Kommunikation, wir können uns über die Bedingung der Kommunikation indifferent verhalten, indem wir einfach sagen, pass mal auf, ich weiß schon, ich habe Regeln für dich, an die du dich zu meinen Gunsten halten solltest. Also so kann man das machen, das ist genau dein Vorschlag. Ich möge so reden, dass es zu deinen Gunsten ist. So können wir einfach hingehen und sagen, ich erkläre mich gegen die Bedingungen der Kommunikation indifferent, indem ich einfach Forderungen an einen Menschen richte, was ich ja ganz einfach kann, denn da läuft eine Technik, die funktioniert zuverlässig. Und da ist alles eingeschaltet, alle Voraussetzungen sind, die sind gegeben und dann kann ich einfach nur dem Problem aus dem Wege gehen. Ich will dir Folgendes sagen. Dass ich die Bedingungen der Kommunikation nicht besser beherrsche als du. Ich bin ein Wirrkopf, ich rede Quatsch, ich rede schnell, ich rede blöd. Dagegen habe ich keine Einwände und ich teile das mit und ich lasse zu, dass das gespeichert wird und ich lasse es zu, dass das jeder nachhören kann und ich lasse zu, dass die Leute entweder vor dem Apparat sitzen und sich denken, was redet der für ein Quatsch? Ich lasse aber auch zu, dass sie sagen, seltsam. Und ich würde sagen, das Urteil darüber denen zu überlassen, die zuhören und nicht mir. Also ich würde darauf verzichten, Richter in eigener Sache zu sein und deshalb würde ich andersherum dir empfehlen, die dritte Beobachtungsinstanz in unser Gespräch mit zu reflektieren, die sagt, es kann vielleicht sein, dass der Zuhörer derjenige ist, der darüber zu entscheiden hat, wie klug, wie dumm, wie langsam, wie schnell, wie intelligent oder wie auch immer das ist, was ich sage, was du sagst oder was der René sagt. Ich finde nur, dass du betrachten. Ja, aber damit verhältst du dich den Bedingungen, die mein Verstand einfach braucht, um etwas zu verstehen gegenüber indifferent. Genau. Mit anderen Worten, es ist dir völlig egal, ob ich etwas verstehe oder nicht. Genau. Und ganz genau.
Ja, aber damit verwirkst du eigentlich das, aber damit verwirkst du eigentlich das Recht, dich darüber aufzuregen, dass ich etwas nicht verstanden habe. Bitte, ich bin doch nicht dein Lehrer, ich bin doch nicht dein Chef, ich bin doch nicht dein Angestellter, ich bin doch nicht dein Nachbar, ich bin doch nicht dein. Was erwartest du von? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir gegenüber mein Handeln rechtfertige. Warte mal. Darüber reden wir doch die ganze Zeit. An dem Punkt, dass du sagst, hör mir doch mal zu. Quatsch. Warte mal, an dem Punkt, ja, du tust das ja nun auch. Also du bist ja nicht, ist es ja nicht so, dass ich in der Quatschproduktion besser bin als du, sondern du kannst es ja auch ganz gut. Also du würdest doch wohl sagen, also es wäre doch eine ziemliche Frechheit von mir, wenn ich nun von dir fordern würde, du mögest dein Handeln bitte rechtfertigen. Also warum soll ich das tun? Also bitte. Leute, ihr schafft mich. Also du solltest mit mir nicht über Kommunikation reden, das solltest du lassen, sondern du solltest dich deinem naiven Geschäft unterwerfen und zu sagen, ich tue, was ich irgendwie in meiner kleinen heilen Welt tun kann und nicht dich mit mir unterhalten. Aber stattdessen machst du es einfach und zwar ohne, und das ist ganz wichtig, ohne, das Gespräch fängt an, ohne weitere Vorbedingungen. Also du stellst keine komplizierten Fragen darüber, wer der ist, mit dem du redest und was der weiß und was der will und was der kann, sondern du fängst einfach an zu plappern und ich übrigens auch. Ja, ich fange einfach an zu plappern und jetzt verwickeln wir uns Probleme und jetzt richten wir sozusagen Forderungen aneinander und ich würde dir empfehlen zu sagen, lass uns auf die dritte Position beziehen, nämlich den Zuhörer, der nämlich jetzt da sitzt und sich denkt, was sind das denn für Eierköpfe? Was ist dieser Kusanowski für ein Schwachkopf oder was ist der Frank? Was redet der da? Und da würde ich sagen, lass uns das mal unter Beobachtung stellen, aber da hast du als Physiker schlechte Chancen und übrigens ich als Soziologe genauso, weil ich ja nicht behaupten kann, ich wüsste besser, wie man mit dem Quatsch, den wir produzieren, klüger, wie man aus diesem Quatsch klüger wird. Also die einzige Forderung, die ich an den Hörer und an die Hörerin akzeptieren würde, ist Mitleid mit dem Moderator zu haben heute. Ja, aber ich glaube, ihr werdet euch heute nicht mehr einigen können, weder inhaltlich noch über euren Kommunikationsstil. Ich will bloß noch sagen, wie das überhaupt zustande kam hier. Es war so, dass der Klaus bei uns am Sophie-Stammtisch in einem anderen Podcast war und eigentlich der Frank sagte, das ist ein interessanter Mensch, der hat Ideen, Luhmann hatte angelesen, also der Frank, und wollte jetzt ein bisschen mehr erfahren. Ja. Und jetzt prügelt ihr euch. Ja. Jetzt wäre mein Vorschlag, eventuell jetzt uns hier zu verabschieden und zu sagen, wir haben die Chance, das nochmal nachzuhören. Und sollte Frank da bestimmte Fragen haben und sollte er nicht genug haben von dem Klaus Kusanowski, kann er nochmal herkommen. Und vor allen Dingen, wir haben nicht nur die Chance, das nachzuhören, sondern wir haben auch die Chance, es fortzusetzen. Aber ihr müsst doch schon, Klaus, du musst doch schon sagen, dass ich ziemlich provokant bist. Irgendwie kriegen wir das hin. Ja, natürlich. René, wie blöd hältst du mich denn? Also, da kommt der Frank, möchte was wissen und du knallst hier, zack, dem die Systemtheorie so vor, dass er da gar nicht mehr. Ich muss aber zugeben, dass es mir auch zu schnell war. Ich habe auch nicht alles verstanden, aber ich kann es ja nachhören. Ja, das Problem ist halt, ich habe einen sehr unvollständigen Verständnisprozess. Und Verständnis braucht einfach Zeit, okay? Also du kannst mir ein völlig richtiges Argument vorsetzen und wenn dann nicht entweder eine Pause kommt oder irgendetwas, das erstmal noch kein weiteres Argument ist, das ich unbedingt drüber nachdenken muss, kommt, dann bleibt mir keine Zeit, ernsthaft etwas zu verstehen, weil das ist ja das, was man unter Zuhören versteht. Ne? Man sagt ja Zuhören nicht nur, okay, ich habe jedes Wort verstanden, sondern Zuhören heißt ja, ich höre, was du sagst und ich verstehe auch oder ich unternehme zumindest den Versuch zu verstehen, was du sagst. Ne? Das ist ja Zuhören, ja. Oder? Ja, weiß ich nicht, aber also ich gebe zu, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich bin natürlich, also das ist klar. Also wenn jemand Schwachsinn geredet hat, dann bin ich das. Aber indem du das tust. Nein. Also ich bin es war ja gar kein Schwachsinn. Es war gar kein Schwachsinn, überhaupt nicht.
Das war es ja nicht. Das ist ja nicht das Problem. Also meine mangelnde Kompetenzen sind natürlich. Ich möchte noch was sagen. Also wenn du mir erlaubst, René, das Wort zu sprechen, aber ich bin nicht Richter in eigener Sache. Ich nehme das sehr ernst übrigens. Also was wir tun mit diesem Podcast, ich finde das deshalb erstaunlich, weil ich festgestellt habe, dass diese Podcasts offensichtlich doch mehr gehört werden, als ich zunächst angenommen habe. Also wenn auch nicht Massenpublikum, das ist schon klar, aber doch eben mehr als ich so denke, weil ich habe immer so gedacht, also als wir da unseren so wie Stammtisch da hatten, da hören 10 Leute, das hören sich 10 Leute an oder nein, so. Nein, das sind schon mehr. Es sind schon mehr oder 20, aber es sind schon mehr. Nee, ich glaube, es sind also bei deinem Auftritt waren es besonders viele in kurzer Zeit, aber ich schätze, dass wir da so 250, also bis zu, sagen wir, 150 bis 200 Stammhörer haben nach den Zahlen und je nach Thema mehr. Und das finde ich ziemlich viel. Also ich wollte sagen, und ich glaube, dass wir uns indem wir uns sozusagen ganz einfach auf diese Weise in Kommunikation verwickeln, lassen wir uns auf Probleme ein, die wir nicht vorhersehen und die wir nicht verstehen. Und die wir, und ich würde sagen, dass wir das ernst nehmen. Also wir können natürlich ganz einfach an Menschen irgendwelche Forderungen richten, sagen, wie redet der zu schnell, redet der zu blöd, redet der zu, was weiß ich, wir können dann Habitus unter Beobachtung stellen und sagen, was ist mit dem Menschen, dass der da so ist. Nee, das ist nicht der Punkt. Ja, nee, ich rede jetzt gerade zu René, weil René weiß, was ich damit meine. Und ich finde, wenn wir anfangen, uns in diese Art von Kommunikation zu verwickeln, sollten wir sozusagen gerade die mangelnde Professionalität sozusagen sehr viel stärker betrachten. Warum machen wir, also woher kommt eigentlich die Faszination, sich auf diese Art von Kommunikation einzulassen? Also es stimmt schon, dass du sagst, die Leute, die Podcast hören, die kritisieren sehr oft Professionalität in Podcasts, weil das haben die im Radio, im Fernsehen, entweder das Glattgewischte oder halt das auf von vornherein auf die Eskalation hin zugesteuerte Skript. Dass wir hier eskaliert sind, war nicht geplant. Der Punkt ist der, ich nehme das auch sehr ernst und ich bin mir sicher, wenn wir das Ganze noch ein paar Mal machen und noch ein paar Mal aneinander geraschelt sind, ich glaube, dann können wir uns auch sehr viel besser unterhalten, Klaus. Ja, das können wir gerne von mir aus gerne. Also ich habe da keine, und vor allem, man muss ja auch sehen, dass also diese Professionalitätsmagie, das ist ja gerade das, worüber ich schreibe, die macht ja gerade, dass wir sozusagen dieses ganze Affektgeschehen, dass wir die Störbereitschaft des Körpers, die ja verstandesmäßig nicht zu kontrollieren ist, dass die irgendwie ausgeschaltet wird. Und wir lassen uns nur auf diese Art von Kommunikation ein und stellen fest, die spielt eine Rolle. Nämlich einerseits, da ist sie einer, der redet vielleicht irgendwie kluges Zeug, aber andererseits ist es total anstrengend, aber man will trotzdem zuhören, obwohl man es eigentlich gar nicht aushalten kann. Ich kann es ja aushalten. Das Problem ist, ich kann das Zuhören aushalten. Das Problem ist nur, ich kann dabei nicht gleichzeitig verstehen und eine Frage formulieren. Ja, Das muss ich, wenn ich mich unterhalten möchte. Ja, gut. Das gehört zur Unterhaltung mit dazu, ne? Und wenn wir das wollen, dann müssen wir das halt noch ein paar Mal machen. Und ich bin mir wirklich sicher, irgendwann werden wir eine Kommunikationsbasis finden, weil das ist halt drauf an bei den Hörerinnen und Hörern. Also René, pass auf, wir machen das so. Wir machen das so, wir wiederholen das alle 4 Wochen. Okay. Oder wir machen es einfach mal zu zweit, wie wär's? Nee, das kommt gar nicht in Frage. Es muss jemand dabei sein, der alles klar. Wo das Publikum mit seinem Leiden sich identifizieren kann. Genau. Genau. Aber was natürlich sehr schön ist, es ist sehr selten. Also ich höre auch nicht alle Podcasts. Zum Podcast übrigens noch ganz kurz. Beim Podcast ist es halt so, es ist nicht die breite Masse, die hörst, aber es hören halt auch weniger, aber ausgewählte. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Soziologen im Sovi-Stammtisch mit sehr viel Vorwissen. Also du kannst mit Leuten kommunizieren, die vielleicht in Positionen sind, wo deine Botschaft eher was bewirkt, als wenn du ins Radio kommunizierst, wo du 1 Million hast, die aber
halt in ganz anderen Berufen und so weiter sind, die also gar nicht deine Botschaft vielleicht in ihre Arbeit aufnehmen können, ja, in ihre soziologische oder so. Ja, wie auch immer, jedenfalls, wo ich sagen wollte, ein Punkt ist sehr schön, weil richtigen Zoff gibt's unheimlich selten im Podcast, weil man sagt ja zur Not, weißt du, dann senden wir das nicht oder so, ja, weil ja. Ich kann es euch ja nicht verbieten, also ich kann es ja nur senden, wenn ihr beide zustimmt. Ich kann ja nicht, also ihr habt ja nichts unterschrieben oder so. Und das ist halt sehr selten. Insofern bin ich da sehr stolz auch drauf, dass wir zwei Streithammel sind. Und insofern dann dieser Teil, der jetzt zum Schluss ja fast schon versöhnlich ist, mit drin ist. Ah ja, okay. Würde das ja gehen. Ja, insofern geht's. Aber ich glaube tatsächlich, dass ihr beide eure, das Publikum, wenn es nicht vorhin abgeschalten hat längst, tatsächlich gespalten sein wird. Und also ich würde jetzt nicht wetten können, wenn für wen sie Position ergreifen. Aber ich glaube, das spielt auch nicht so die Rolle. Ihr habt ja Argumente. Die tragt ihr vor und das Publikum, was heute zuhört, ist ja nicht das, was noch in 10 Jahren zuhört, wenn der Podcast immer noch online sein wird. Ja, das ist eine ganz tolle Bemerkung. Also wenn in 10 Jahren irgendwann mal ein Forscher sich fragt oder in 20 Jahren irgendein Forscher sich fragen möchte, worüber haben die da eigentlich vor 10, vor 20 oder vor 30 Jahren gesprochen, und dann findet ihr auf einmal das. Ja, uns Radio findet ihr nicht, weil die löschen ihre Beiträge. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann eben Hypothesen haben, Fragen haben, Auffälligkeiten haben, die nicht im geringsten etwas mit dem zu tun haben, worüber wir nach Vorstellung unserer eigenen Sinnfindung reden wollten. Nein, also wir haben wirklich über absolut, also fast absolut gar nichts von dem gesprochen, über das wir eigentlich reden wollten. Das fast so stimmt, ja. Ja. Gerne. Könnt ihr wieder mal zusammentreffen hier? Ja, ich stelle die Plattform gerne zur Verfügung, mit vorheriger Warnung natürlich dann. Es ist wirklich wie ein Teilchenbeschleuniger beim CERN, ne? Bloß ja, halt mit zwei Leuten anstatt von Protonen. Ja, ich habe mir schon fast was gedacht, weil ich hatte euch ja beide schon im Podcast und ihr seid beide sehr streitbar. Aber dass es so eskaliert, habe ich mir nicht gedacht. Jetzt hören wir auf, uns gegenseitig toll zu finden. Ah ja, okay. Ja, also ansonsten artet das ja in Harmonie aus. Das können wir ja gar nicht gebrauchen. Gar nicht. Ja, wir werden immer harmonischer hier und dann, naja. Mein Vorschlag ist, ich wollte ja ein Zitat zum Abschluss von Niklas Luhmann nehmen, ein sehr kompliziertes, aber da das heute schon so kompliziert war, mache ich ein ganz einfaches Zitat zum Abschluss. Aus Ungarn kommt das. Gutes Werkzeug, halbe Arbeit. Das war's. Auf Wiedersehen. Gut, ja. Wiedersehen. Tschüss. Halt, wartet. Wir können noch ganz schnell du, Klaus, bist wo zu finden? Auf differentia.wordpress.com. Ja. Und im YouTube. Und im Internet, so. Braucht man ja bloß den Namen eingeben. Ich gibt's im Internet wirklich. Und du, Frank? Ich bin auf scienceblogs.de/was geht. Ja, also zwei Blocker-Koryphäen, die mir hier den Nerv geraubt haben, aber sie kriegen dazu auch nochmal eine Chance, das wieder einzurenken, woran ich nicht glaube. Bis dahin. Tschüss. Okay. Tschüss. Also, tschüss.